Ich habe keine Ahnung, woher du das hast, aber ich habe dein Tagebuch nicht gelesen. Und ich glaube dir kein Wort, du hast es auf jeden Fall gelesen. Das erzählt man sich sogar hier in der Schule. Was? Das kann echt nicht sein. Du bist doch meine Schwester, du kannst mir glauben. Ich finde, wir sollten das zu Hause bereden, nicht hier. Ach nee, da hinten sind Tina und Gina. Oh Mann, auf die könnte ich jetzt gar nicht. Hey, Leute! Also ich werde nicht mit dir reden. Für mich ist die echt gestorben. Was ist denn bei denen los? Vielleicht hat die dich einfach nicht gesehen. Komm, wir gehen mal darüber. Na Leute, was geht ab? Das fragst du noch? Du hast Nerven, überhaupt noch mit uns zu reden. Was ist los? Habe ich irgendwas verpasst? Wie kannst du nur rumerzählen, dass ich in den Klamotten, mit denen ich auch schlafe, zur Schule komme und dass ich die niemals wechsle? Sogar ein Lehrer hat mich schon angesprochen. Was? Das habe ich nicht erzählt. Das kannst du mir glauben. Würde ich niemals machen. Ich weiß, es war nur ein einziges Mal, wo dir das passiert ist. Also, wir haben es nicht rumerzählt. Wer hat dir das denn gesagt? Also, die kannte ich nicht. Das war so ein Mädchen mit blonden Haaren und Pferdet-T-Shirt. Das kann doch echt nicht sein. Das war diese Hanna. Genau, diese Hanna war das. Na, die kann was erleben. Ja, die wird ihr blaues Wunder erleben. Die knöpfen uns jetzt vor. Meint ihr wirklich, dass das gestimmt hat? Was ist, wenn das alles nur irgendwelche Geschichten sind? Also, ich will nur für die hoffen, dass es die Geschichten sind, weil sonst ist unsere Freundschaft echt beendet. Wo ist diese Hanna? Wo ist die? Hat die jemand gesehen? Oh Mann, guck dir das an. Das ist doch die oder eine von denen, die mit diesem Erstklässler rumgemacht haben soll. Also ihr seid doch die, die nur alle 3 Wochen sich baden, oder? Woher weißt du das? Keine Ahnung. Ich habe das einfach so gehört. Das erzählt man sich hier so in der Schule. Also ich finde das schon echt unhygienisch. Boah, das gibt's doch nicht. Was haben die denn noch alles über uns erzählt? Es werden ja immer mehr Gerüchte über uns. Also wenn ich kurz dazwischen funken darf, ich weiß einiges, was die über euch erzählt haben. Im Prinzip weiß ich alles. Ach ja? Was denn so? Spuck schon aus. Also ich habe da so Notizen gefunden, würde ich mal sagen. Aber das kostet was, wenn ihr die haben wollt. Na hör mal, wir bezahlen dir überhaupt nichts. Dass du dich das überhaupt traust, dich mit uns anzulegen. Okay, wenn ihr die nicht haben wollt, ich habe keine Angst vor euch. Oh, na gut, warte, komm, hier hast du 5 Euro. Aber wo sind die Notizen? Oh Mann, damit kann ich sowas von meinem Taschengeld aufbessern. Ich sollte später mal Privatdetektivin werden. Viel Spaß beim Lesen. Okay, was steht denn hier alles? Erstklässler küssen, das würde ich nie machen. 3 Wochen baden, das stimmt auch nicht. Und guck mal, hier steht auch das mit dem Tagebuch. Ja, und dass wir über unsere Freunde lästern. Das gibt sowas von Ärger. Ja, genau, diese ganze Clique, die kriegt so Ärger von uns. Ja, das gibt Rache. Und wir fangen mit Hanna an. Genau. Maronia, hast du diesmal deine Hausaufgaben gemacht? Was interessiert dich das? Und außerdem, an deiner Stelle würde ich jetzt nicht die Treppe runtergehen. Schlechter Zeitpunkt. Mhm. Oh, da unten sind Tina und Gina. Und was haben die da in der Hand? Sind das nicht die Notizen von Becky und Pia, über die Gerüchte? Das werden wir schön aufbewahren, Schwesterherz. Das sind die Beweise, schwarz auf weiß. Von wegen, wir sind Mobber. Die mobben uns auch. Oh nein, das hätte auf gar keinen Fall passieren dürfen. Jetzt wissen die, dass wir das waren. Sonja, wie konntest du nur die Zettel aus dem Müll nehmen und den Zwillingen geben? Also, erstmal, die Sachen lagen im Müll. Das heißt, ihr braucht sie nicht mehr. Da kann ich rausfischen, was ich will. Und zweitens, ich muss auch irgendwie mein Taschengeld aufbessern. Aber Ronja, weißt du nicht, was das bedeutet? Die werden uns jetzt nicht mehr in Ruhe lassen. Jetzt wird eine Rache die andere jagen. Hanna, warum regst du dich denn so auf? Was ist denn los? Oh, Mädels, ihr glaubt nicht, was passiert ist. Wir sind sowas von dran. Unser letztes Stündlein hat geschlagen. Also, Ronja hat die Zettel mit unseren Gerüchten aus dem Müll geholt und an die Zwillinge weitergegeben. Die wissen jetzt ganz genau, wer das war und was wir verbreitet haben. Meinst du wirklich? Woher wissen die, dass wir das waren? Oh, Becky, wir sind sowas von ausgeliefert. Das war echt kein guter Plan. Oh Mann, ich hab das schon gleich gedacht. Ich hab ja gesagt, wir sind nicht besser als die Mobber. Und jetzt geht's erst richtig los. Ich hab ein bisschen Angst. Naja, was sollen die schon machen? Ich hab keine Angst von denen. Ich meine, ansonsten gehen wir einfach zur Schulleitung. Ja, aber guck doch mal, was hat die Schulleitung denn bisher gemacht? Gar nichts. Angeblich soll es bald eine Schulkonferenz geben, aber bis es die gibt, da gibt es bestimmt noch mächtig Ärger hier bei uns an der Schule. Good morning, Kids. Let's start. Hallo, alle hinsetzen. Hallo, damit ist auch die erste Reihe hier vorne gemeint. Alle an die Tische zurück. Oh Mann, Hanna, ich habe wirklich ein bisschen Angst. Ich traue mich gar nicht mehr raus. Sie werden hier überall nach uns suchen. Und Kinder, heute gibt es eine tolle Überraschung. Einen unangekündigten Vokabeltest. Was? Das können Sie doch nicht machen. Nein, wir haben gar nichts geübt dafür. Ich habe auch nicht gelernt. Ich wusste davon nichts. Ha, also sowas hat ein unangekündigter Vokabeltest an sich. Und jetzt geht's los. Oh Mann, wir mussten schon abgeben und ich hatte fast gar nichts ausgefüllt. Ich habe nicht gelernt und das ist bestimmt jetzt eine 6. Ach, Hanna, nimm's nicht so schwer. Das wird schon gut gegangen sein. Ich meine, sonst hast du auch immer ganz gute Noten. Frau Blume, ich muss einmal ganz kurz, ganz dringend auf die Toilette.
Ja, das ist in Ordnung. Wir haben ja auch eine kleine Pause, aber nicht, dass du jetzt nach Hause gehst. Gleich wiederkommen. Oh ja, Frau Blume, ich weiß das. Wir haben eine Doppelstunde Englisch. Schon verstanden. Hallo Mann, Frau Blume will echt alles immer von mir wissen. Auf Schritt und Tritt verfolgt die mich. Jetzt gehe ich erstmal auf Toilette. Du kannst mir glauben, ich habe gerade genau gesehen, wie die da reingegangen ist. Wir warten hier. Okay, aber ich glaube, sie wird uns auf jeden Fall in unserem Plan unterstützen, ja. Was macht ihr denn hier? Was wollt ihr von mir? Also, wir haben was vor und du musst uns dabei helfen. Es geht um Hannah. Okay, das ist ein ganz schön heftiger Plan, muss ich sagen. Sowas würde ich selbst noch nicht mal machen. Das kostet aber 10 Euro. Das haben wir uns schon fast gedacht. Du nimmst echt für alles Geld, aber naja, 10 Euro ist es uns wert. Oh Mann, das wird sowas von witzig. Ich habe ja echt ein bisschen Erfahrung im Streichespielen, noch aus der Grundschule. Frau Blume, ich habe leider mein Trinken zu Hause vergessen. Kann ich mir kurz was kaufen? Oh, da musst du dich aber jetzt echt beeilen. Die 5 Minuten sind gleich rum. Okay, ich werde zurück sein, bevor der Unterricht angefangen hat, okay? Und Hannah, geht's jetzt schon besser? War doch jetzt doch nicht so schlimm, oder? Oh Mann, frische Luft bewegt manchmal echt Wunderpier. Also das war echt stressig mit dem Vokabeltest. Es war wirklich eine richtige Überraschung. Ich habe nicht damit gerechnet. Perfekt. Die beiden scheinen abgelenkt zu sein und Hannah ist nicht auf ihrem Platz. Dann kann ich wohl ans Werk gehen. Das ist aber wirklich ganz schön glitschig. Hoffentlich setzt sie sich da drauf und merkt's nicht. Hallo Kinder, alle zurück auf die Plätze. Die zweite Englischstunde startet jetzt. Puh, gerade noch mal rechtzeitig gekommen. Und, ha, Hannah hat sich reingesetzt. Scheint sie aber gar nicht zu stören. Was war das denn für ein Geräusch? Aber naja, ich muss mich jetzt richtig ins Zeug legen. Der Vokabeltest war schlecht. Letztens das Referat war ganz gut. Also ich muss es gut sein, damit es auf dem Zeugnis auch keine schlechte Note gibt. Ach ja, wir haben ja die Hausaufgaben noch gar nicht vorgestellt. Wer von euch möchte vorstellen? Hier, Frau Blume, ich muss unbedingt einen guten Eindruck machen. Und so wie ich Frau Blume kenne, möchte sie doch bestimmt, dass Hannah nach vorne geht, oder? Also gut, Hannah, du hast ja letztens das Referat so schön gemacht, dann komm doch mal nach vorne. Ha, was habe ich gesagt? Das läuft ja wie am Schnürchen hier. Okay, alles klar. Becky, lässt du mich einmal vorbei? Was hat Hannah denn da in der Hose? Oh Mann, das ist sowas von gelungen. Sie hat sich echt total in die Altbarmarmelade reingesetzt. Man könnte ja echt denken, sie hätte ihre Tage. Was hat Hannah denn da? Hannah hat ihre Tage. Hä, was? Was hab ich? Was ist denn da? Ich weiß gar nicht, was los ist. Warum lachen denn alle? Oh Mann, Cousinchen, an deiner Stelle würde ich dringend mal auf die Toilette gehen. Das kann sich ja keiner mit ansehen. Das ist nicht lustig, Leute. Hört auf zu lachen. Hannah, du solltest vielleicht wirklich mal gerade auf die Toilette gehen. Warum denn? Ich muss überhaupt nicht auf Toilette. Und warum lacht ihr alle über mich? Hannah, glaub's mir. Geh lieber auf Toilette. Die anderen lachen über dich. Naja, weil dir ein kleines Unglück passiert ist. Na gut, dann will ich mal gucken, aber was ist denn da passiert oder Unglück passiert? Ich verstehe Bahnhof. Was ist das denn? Das Zeug klebt ja und das ist außen an meiner Hose und... Nach was riecht das? Ist das Erdbeermarmelade? Der Plan ist aufgegangen. Ja, sie hat echt ihr Fett weggekriegt. Was wollt ihr denn hier? Wart ihr das etwa mit meiner Hose? Was? Nein, wir doch nicht. Hannah hat ihre Tage. Och Mann, ich habe ja schon damit gerechnet, dass sie sich rächen werden, aber dass sie sich so schnell rächen und sowas Schlimmes, oh, wie gemein. Mann, jetzt habe ich mich vor der ganzen Klasse blamiert und niemand wird mir glauben, dass das Erdbeermarmelade war und alle werden über mich lachen. Ich will nach Hause. Ich gehe jetzt nach oben und frage, ob ich meine Mama anrufen darf. Hey Julian, sag mal, ich habe herausgefunden, was Mario mit dir gemacht hat beim Kunstworkshop. Das tut mir echt leid. Ich meine, ich entschuldige mich im Namen meines Bruders. Mir ist das auch total peinlich. Ich meine, hoffentlich bist du nicht irgendwann sauer auf mich, nur wegen meinem Bruder. Ich finde auch, er ist total viel zu weit gegangen. Das war richtig gemein. Ach, ihr beiden ist doch egal. Ich habe das schon längst wieder vergessen. Und du, Mia, du brauchst überhaupt keine Sorgen machen, nur wegen Mario. Er ist okay, er ist dein Bruder, aber du bist jemand anderes. Du bleibst für immer meine Freundin. Da bin ich ja froh. Ach, wie SpongeBob sagen würde, Schwamm drüber. Mann, Sarah, ich hätte es gar nicht gedacht, dass Julian das so locker sieht. Aber na gut, mich trifft ja eigentlich auch keine Schuld. Ich find's auch richtig gut, dass Julian so darüber hinweg sieht und auch verzeihen kann. Hey, also Julian, ich hätte niemals gedacht, dass du ihm verzeihst, aber hey, du hast richtig, also das war richtig cool von dir, muss ich sagen. Also ich wünschte nur, dass ihr es mir verzeihen würde, also das beim Kunstworkshop, das ist ja ziemlich nach hinten losgegangen, aber ich fand, sie war so hübsch auf dem Bild. Oh, guck mal, da hinten ist sie mit anderen Jungs und nicht mit mir. Also ich kann das nicht glauben. Steve, hör mir zu, Steve. Denkst du jetzt wirklich, ich würde diesem Mario verzeihen? Denkst du das wirklich? Dann kennst du mich aber nicht gut genau. Ich habe schon einen Racheplan für ihn.
Was? Racheplan? Was hast du denn schon wieder vor? Das wirst du nach der letzten Stunde sehen. Also da müsstest du auf dem Schulhof sein, okay? So, jetzt muss ich nur noch Mario davon überzeugen, dass er nach der Schule hier kurz noch auf dem Schulhof bleibt. Hey, Mario, können wir mal kurz reden? Hey, du brauchst mich doch nicht von hinten so anfassen. Also bitte, nicht Erstklässler. Okay, was willst du? Also Mario, in letzter Zeit ist es zwischen uns ja ziemlich blöd gelaufen, ne? Also auch dieses Lehrer versus Schüler und so, auch wenn du daran schuld warst, aber jetzt gerade beim Kunstprojekt. Auf jeden Fall wollte ich, dass wir uns vertragen. Ich hätte da auch was für dich. Was? Ein Geschenk für mich? Wie meinst du das? Ich hoffe, es ist cool. Aber weißt du was? Bei einem Geschenk bin ich auf jeden Fall dabei. Ich muss jetzt leider in den Unterricht, mal pünktlich, weil sonst bekomme ich richtig Ärger und meine Eltern kriegen Bescheid. Wir sehen uns nach der Schule hier unten wieder, okay? Super, alles klar, wir sehen uns. Also warum ist der denn heute so nett? Hat wahrscheinlich Angst vor mir. Ja, das ist eine Playstation oder so. Oh, jetzt muss ich aber wirklich ganz schnell in den Unterricht. Also, Sarah, hast du Julian gesehen? Also, der war gerade noch hinter mir. Wo ist der denn auf einmal? Wir waren doch zusammen auf dem Schulhof. Ach so, das hat wahrscheinlich was mit seinem Racheplan zu tun. Okay. Steve, Racheplan, was meinst du? Ist es irgendwas, was wir nicht wissen? Erzähl schon. Was habe ich gesagt? Racheplan? Nein, ich meine Lachenplan. Ja, ja, der will lachen die ganze Zeit. Da macht er sich einen Plan. Oh Mann, habe ich mich verplappert. Oh, hallo Ines. Ja, hey, Steve. Wie war denn deine Pause so? Hast du Spaß? Ja, meine Pause war gut. Alles klar bei mir, Also Ines, ich wollte mich bei dir entschuldigen, wegen dem Bild letztens, auch wenn ich ganz hübsch fand. Willst du einen Donut oder einen Apfel? Die waren bei mir in der Tasche, also können auch ein bisschen dreckig sein. Oh Mann, Steve, der lässt echt nicht locker und irgendwie langsam wird er ein bisschen nervig. Ja, du brauchst gar nichts sagen. Ich kenne dich doch, ich verstehe dich. Du kannst beides haben. Ja, danke. Oh, da kommt ja schon Frau Chillig. Ganz schnell in die Klasse. Julian, warte mal eben. Bleib mal stehen. Julian, ich habe gerade gesehen, dass du da eben gerade mit Mario warst. Gibt's da eigentlich immer noch Ärger zwischen euch? Ach, Frau Chillig, alles in Ordnung. Alles super. Weil der Julian Vogel kümmert sich jetzt selbst darum. Komm, Julian, du kommst hier nicht durch. Du musst mir verraten, was für einen Racheplan du planst. Was? Was für ein Racheplan? Nein, nein. Lass mich mal durch. Wie war das gesagt? Was? Oh, diese Labertante, der muss auch alles erzählen. Oh, ich erzähle dem gar nichts mehr. So, jetzt muss nur noch der Unterricht vorbei sein und dann kommt meine große Rache. Also Kinder, das war's für heute. Schreibt bitte noch die Hausaufgaben auf. Bis morgen dann. Moment mal, Julian, hast du dir die Hausaufgaben überhaupt notiert? Du kannst doch jetzt nicht einfach rauslaufen. Ja, ja, Frau Chillig, alles aufgeschrieben. Nummer 1, 2 und so, A, B, C, ich weiß Bescheid. Also, ob das so gut geklappt hat, weiß ich ja nicht. Der wird bestimmt die Hausaufgaben nicht haben dann. Naja, ich bin dann weg. Joey! Sehr gut, dass ich schon alles hier vorbereitet habe. Ist alles in diesem Karton hier schön versteckt. So, das Ding muss jetzt auch in die richtige Position und dann haben wir schon fast. Also, ihr habt gedacht, ich soll hier warten nach der Schule. Aber wo ist dieser Junge nur? Was ist los, Steve? Kommst du mit nach Hause? Und wo ist Julian überhaupt? Also, wenn ich das wüsste, ja, dann wüsste ich. Naja, ihr könnt ja schon mal vorgehen. Ich komme dann gleich nach. Na gut. Okay, ciao dann. Bis dann. Vielleicht sehen wir uns noch auf dem Schulweg. Also ich habe immer noch keine Ahnung, was Julian hier für einen Plan machen will. Ich sehe ihn auch nicht. Oh, oh, ich sehe nur diesen Mario und der kommt mir direkt entgegen. Na, wo ist jetzt mein Geschenk? Oder soll ich sagen, wo ist meine PS4? Los, erzähl schon. Wo ist dein Freund? Wo ist dein Kumpel? Ich habe keine Ahnung. Ja, wo bleibt denn dieser Julian? Ich möchte nicht so lange alleine bleiben mit diesem Mario. Der verkloppt mich schon wieder. Vielleicht gehen wir mal da hinten. Vielleicht wartet der Julian auf dem Spielplatz. Ja, ja. Oh, auf dem Spielplatz sagst du? Oh, vielleicht sogar ein Fahrrad. Das würde ich auch mal brauchen. Oh, was soll ich nur machen? Also ich könnte jetzt einfach wegrennen und wie so ein Mädchen schreien. Oder ich könnte mich verstecken wie ein kleines Baby. Aber ich weiß es nicht. Oh, ist das nicht dein Kumpel Julian? Hey Julian, hast du mein Geschenk? Einfach lächeln und winken. Noch mehr lächeln. Hallo, ja, genau, kommt hier hin. Ah, da bist du ja endlich, Mario. Hier ist dein Geschenk. Komm, mach es doch auf. So, Mario, lass dir am besten schön viel Zeit. Weißt du, du kannst es in aller Ruhe auspacken. Oh, das ist ja riesengroß. Sag mal, das ist doch die PS4 Pro und Virtual Reality Brille. Okay, super. Julia, jetzt bin ich aber auch gespannt. Was schenkt ihr ihm wohl? Steve, guck da nicht so hin. Komm einfach hier hinten zur Tür und wir hauen dann ab. Ach, Julia, ich wollte mir das aber anschauen. Erzählst du mir wenigstens, was im Geschenk drin war? Hä? Hier ist doch gar nichts drin. Los, los, mach schnell die Tür zu. Los, ganz schnell. Oh, und jetzt, da hinten liegt der Ast. Den brauche ich. So, und das Ding kommt jetzt hier und dann kommt er nie wieder die Tür auf. Hey, da war auch überhaupt kein Geschenk drin. Hast du mich veräppelt oder wie? Hey, lass mich raus. Hey, du da, was lachst du da so? Ich zähl bis 3. 1, 2. Hey, lass mich sofort raus. Los, Steve, wir machen uns vom Acker. Weg hier. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Da kann er bis Montag bleiben. Oh Mann, Julian hat nur noch 2 Minuten und dann klingelt zur ersten Stunde. Mal sehen, ob er das heute schafft. Ich denke nicht, dass er es schafft. Er ist schon diese Woche jeden Tag zu spät gekommen. Also wenn er es jetzt doch schafft, dann ist es wie ein 6er im Lotto.
Wo ist dieser Junge, hä? Wo hat er sich versteckt? Wo ist dieser Julian? Hier, du bist doch die Freundin von ihm, oder nicht? Du kennst doch auch meine Schwester. Wo ist Julian? Wo hat er sich versteckt? Hey, du weißt doch, du darfst hier gar nicht rein. Das ist unsere Klasse. Oh, was macht der denn hier? Oh Mann, also nach dem letzten Geschenk da, wo er eingesperrt wurde, ist er wahrscheinlich gar nicht mehr so happy. Hey, du warst doch auch dabei, oder nicht? Warum habt ihr mich da eingesperrt? Ich war über Stunden da drinne. Hey, also ich dachte, du bekommst auch ein Riesengeschenk. Und dann musste ich halt abhauen. Ich hatte wirklich damit nichts zu tun. Ich sage dir, das interessiert mich so wenig. Du bekommst jetzt richtig Ärger. Mario, was machst du eigentlich hier bei uns im Klassenzimmer? Du darfst hier doch gar nicht sein. Raus jetzt. Stimmt. Du hast recht. Eigentlich wollte ich auch Julian erwischen. Wo ist der? Der sitzt doch neben dir, oder nicht? So, Kinder, ich bin jetzt da. Mario, habe ich irgendwas nicht mitbekommen? Bist du jetzt in der ersten Klasse? Eigentlich doch nicht, oder? Nein, ist er natürlich nicht. Er macht hier nur Ärger. Ich finde, sie sollten ihn ruhig rausschmeißen. Also, da gebe ich mir ja recht. Ab in das Klassenzimmer, Mario. Ja, ist ja gut. Wenn ich ihn jetzt hier nicht erwische, dann halt später. Der kann sich auch was gefasst machen. Also, ich glaube, Julian bekommt so richtig Ärger. Der will so richtig Prügel kassieren. Oh Mann, das wird schlimm ausgehen. So, Kinder, hinsetzen. Die erste Stunde beginnt. Wo ist denn schon wieder Julian Vogel? Also, ich habe gehört, der ist die ganze Woche schon zu spät. Also, ich glaube, dass er krank ist. Ja, der ist krank. Oh nein, Julian Vogel ist nicht krank. Also, ich hatte heute einen Platten. Also, nicht wirklich, aber doch schon. Und ich bin mal wieder zu spät. Ich weiß. Aha, das ist wirklich eine faule Ausrede. Einen Platten haben. Naja, gut, okay, dann nicht. Also ich bin zu spät gekommen, weil... Oh, ich gehe anstrengend an. Ah, natürlich. Weil ich darüber nachdenken musste, was ich Ihnen heute Morgen sage. Und ich will Ihnen nur sagen, Sie sind die hübscheste Frau, die es auf dieser Welt gibt. Ja. Ach, du kleiner Charmeur, Julian. Ach, ja, setz dich. Damit hast du dir jetzt heute ein Sternchen verdient. Du, Julian, sag mal, heute hast du richtig Glück gehabt, dass du zu spät warst. Wieso denn? Weil ich das Sternchen jetzt bekommen habe? Ich glaube, das hilft mir nicht weiter später. Nein, aber Mario, der war auf der Suche nach dir. Der war sogar hier im Klassenraum. Und er hat gesagt, dass er dich in der Pause nochmal sehen will. Ja. Oh nein, das kann doch nicht sein. Nur wegen dem Geschenk. Okay, das war ziemlich fies. Oh. Hey, jetzt mach die Tür auf. Ich muss aufs Klo. Die ganze Pause muss ich da drinnen bleiben. Oh, jetzt mach doch die Tür auf. Könnt ihr Mario irgendwo sehen? Ich hoffe nicht. Ich hoffe, er kommt gar nicht auf den Pausenhof. Ich hoffe, der ist irgendwo auf dem Spielplatz oder so. Oh, ich muss mich verstecken. Also, Julian, soll ich jetzt die ganze Zeit so gehen? Willst du dich dein ganzes Leben jetzt vor Mario verstecken? Ja, Julian, also ihr müsst mal einmal diese Sache klären. Tja, ich bin doch nicht verrückt, da gibt's nicht zu klären mit denen, der ist doch total verrückt. Nichts gegen dich, Mia, also nichts Persönliches gegen deine Familie, aber er ist halt total verrückt. Ich werde mich nicht mit dem vertragen. Ich versteck mich lieber. Hey, du da, jetzt mach die Tür auf. Oh Mann. Sonst werde ich mich mein ganzes Leben einfach hinter euch verstecken, okay? Wir sind jetzt immer zwei Personen. Julian, das mache ich auf gar keinen Fall mit. Oh, du solltest das mit Mario klären. Oh nein, guck mal, du bist auch ein bisschen breiter als ich. Also damit will ich nicht sagen, dass du dicker bist. Aber was? Ich könnte mich immer hinter dir verstecken. Ja, ich rede nicht mit Mario. Tja, ich weiß ganz genau, dass er nicht auf dem Pausenhof ist. Der hat wahrscheinlich Angst, mir zu begegnen. Der versteckt sich bestimmt hier unterm Tisch. Hey, ich hab dich. Ach, doch nicht. Der traut sich ja wirklich auf den Pausenhof zu gehen. Hätte ich von dem niemals gedacht. Tja, dann wird es Zeit, dass ich auf den Pausenhof gehe. Und dann knöpfe ich ihm wieder mal richtig vor. Oh, wer ist das denn? Da kann ich ja ein bisschen ein paar Lehrer belauschen, okay? Ach, schön, dass Sie da sind, Herr Vogel. Freut mich wirklich, Sie zu sehen. Oh, das ist ja... Herr Vogel? Ist das nicht... Dann ist das der Vater von diesem Julian. Oh Mann, der sieht ja genauso blöd aus wie sein Sohn. Also ich habe wirklich lange auf Sie gewartet und ich find's toll, dass wir uns jetzt mal unter vier Augen unterhalten können. Ja, ich freue mich auch. Ich meine, ich musste dafür einige Termine verschieben und meine Frau konnte selbstverständlich mit, können Sie ja verstehen. Aha, ich verstehe schon. Ich weiß, wie ich es diesem Julian so richtig heimzahlen kann. Aber natürlich! Oh, endlich! Sag mal, was hast du da so lange auf Klo gemacht und... Oh, ich verstehe schon. Naja, egal. So Leute, wir sehen uns dann nach der großen Pause. Ciao! Oh Mann, jetzt versteckt er sich wirklich die ganze Pause auf der Toilette. Das kann ja was werden. Oh, wie soll ich das hier noch 15 Minuten aushalten? Ganz schlimm. So, jetzt erzähle ich es ein. Hey Leute, ich habe was zu erzählen. Kommt mal alle hier hin. Wisst ihr, was ich eben gesehen habe? Den Vater von Julian. Und der hat mit Frau Chilich rumgeknutscht. Ja. Ey, der Vater von Julian mit Frau Chilich? Wirklich? Ja, aber natürlich. Denkst du, ich lüge? Ich würde niemals lügen. Ja, so richtig geknutscht. Also das hätte ich jetzt nicht von Julians Vater erwartet, aber ich kenne den auch nicht. Ist Frau Chilich nicht mit Herrn Chilich verheiratet? Das geht doch eigentlich nicht. Sarah, guck doch mal da hinten. Was ist denn da los? Da versammeln sich die Kinder. Ich meine, Leute, was erwartet ihr von dieser Familie? Julian selbst ist doch voll schlimm. Und dann der Vater ist klar. Was erzählt er da? Die haben Julians geknutscht. Vater, der hat mit Frau Chilich geknutscht. Wie konnte der das nun tun? Also, buh. Steve, buh. Du denkst doch nicht wirklich, dass mein Bruder die Wahrheit sagt. Ach so, ja, das hat er sich bestimmt ausgedacht. Frei erfunden. Was ist denn da los? Gibt's da irgendwelche Probleme? Was haben sich denn die Kinder da alle versammelt? Ich geh mal hin. Ich hab's mit eigenen Augen gesehen. Frau Chilich und Herr Vogel haben geknutscht.
Was höre ich da? Mario, was wird das hier? Meine Frau hat mit einem anderen... Also bitte, was? Oh, Herr Chillig, also ich wollte nicht, dass Sie es so erfahren, aber ja. Oh, nee, ich halte das da nicht mehr aus. Oh, was ist denn da los? Oh, Mario und Herr Chillig sind am Diskutieren. Oh, der bekommt bestimmt richtig Ärger, also kann ich raus. Ja, Herr Chillig, ja, ja, Sie haben recht. Also der Mario, den finde ich auch ganz blöd. Also ich weiß zwar nicht, worum es gerade geht, aber ich finde es auch so. Also denkst du wirklich, dass dein Vater mit Frau Chillig geknutscht hat? Was? Nein, nein, also mein Papa knutscht immer nur Mama. Also ich finde das nicht toll, aber so ist das manchmal. Das denkst doch nur du. Nee, nee, ich hab's doch eben gesehen, dein Papa war oben. So, Mario, deine Geschichten hier, deine Märchengeschichten. Also, das geht ja gar nicht. Was? Was macht denn mein Vater hier? Nein, 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 das kann gar nicht stimmen. Der ist nicht hier, Mario. Max, was ist denn hier los? Kannst du mir das mal erklären? Nicht so ganz. Hör dir mal bitte an, was Mario erzählt. Also, ich glaub ihm nicht, damit das klar ist. Ah, da sind sie ja, das verliebte Pärchen. Na, die haben sich eben geknutscht, das habe ich gesehen. Papa, also, wie konntest du nur? Also, sonst küsst du immer nur Mamas. Finde ich zwar auch nicht schön, aber so ist das halt. Bitte, was habe ich? Nein, 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 ich würde diese Frau niemals küssen, nein. Mein Bruder Mario, der erzählt bestimmt nur Lügengeschichten. Das macht er immer. Kein Wort glauben. Mario, wie kannst du denn sowas sagen? Das ist wirklich eine Frechheit. Ja gut, dann eben nicht. Ja, okay, sie haben sich nicht geknutscht. Okay, das nicht, aber trotzdem, ich wäre trotzdem dafür, dass keiner von Familie Vogel hier mehr auf unserer Schule ist. Ach, Mario, Mario, Mario. Also du wirst dich auch nie bessern, hä? Ab oben ins Büro. Das gibt erstmal eine schöne Schulkonferenz. Also, Mario, das heißt wahrscheinlich, wir sind nicht quitt, oder? Hey, hier wird jetzt nicht diskutiert. Mario, ab nach oben mit dir. Nee, Julian, wir sind gar nicht quitt. Ach, schon wieder eine Schulkonferenz? Das ist ja schon meine fünfte. Nicht schlimm. Also, was sich die Kinder heutzutage alles ausdenken, das ist ja wirklich unerhört. Also, Frau Chillig, verstehen Sie mich nicht falsch. Sie sind eine sehr, sehr hübsche Frau, aber ich würde Sie trotzdem nicht küssen. Ich bin verheiratet. Ach, Herr Vogel, das weiß ich doch. Ich habe das auch nicht persönlich genommen. Machen Sie sich keine Sorgen deswegen. Aber kann mir vielleicht trotzdem einer mal erzählen? Papa, was machst du hier? Das kann ich dir ruhig erzählen. Julian, du bist so gut im Matheunterricht, da hatten wir was vor mit dir. Ja, genau. Julian, also du darfst auch gerne jetzt ab sofort bei der zweiten Klasse Mathe mitmachen. Hä? Was sagst du dazu? Oh, darauf habe ich gar keine Lust. Hm, könnt ihr euch abschmieren? Mach ich nicht. Ich bleibe in meiner Klasse, als ob ich jetzt in die zweite Klasse gehe ohne meine Freunde. Frau Chillig, ich hab's Ihnen gesagt. Es bringt bei diesem Jungen einfach nichts. Der möchte nichts lernen. Ach, vielleicht braucht er noch ein bisschen Bedenkzeit, wenn ich mir es so recht überlege. Ich würde auch nicht die Klasse wechseln wollen. Was ist mit den ganzen Freunden? Als ob ich in die zweite Klasse gehe. Ich bleib für immer in der ersten Klasse. Okay, nicht für immer, aber einige Zeit. Also Kinder, ich bin überhaupt nicht erfreut, was ich hier gerade sehen muss. Emma, vielleicht kannst du mal die anderen darüber aufklären. Wir haben ja hier in der Kita einige Regeln, oder? Welche Regel meinst du denn, Brigitte? Die Regel, dass man das Spielzeug, was man hatte, immer wegräumen soll? Genau die meine ich. Und deshalb frage ich mich, warum hier überall die Bälle aus dem Bällebad verstreut liegen. Kann mir das mal vielleicht jemand erklären? Also Kinder, bitte aufräumen und zwar sofort. Und falls ihr die Bälle hier nicht sehen könnt, die sind da entlang. Also, marsch, marsch. Ach, Maurice, du bist wirklich der Einzige, der hier keinen Ärger macht. Alle tanzen mir ziemlich auf der Nase rum, machen, was sie wollen, aber du bist immer so friedlich. Ja, ja, Maurice ist immer so friedlich. Er ist das liebste und beste Kind und wir machen nur Ärger. Toll, jetzt müssen wir das hier noch aufräumen. Ich war das gar nicht. Also, ich war das auch nicht. Ich habe keine Ahnung, wie die Bälle da hingekommen sind. Mm-mm. Ist doch egal, wer das war. Wenn wir das mit den Füßen zusammenschieben, dann geht das ganz schnell. Ach ja, und Kinder, wenn ihr damit fertig seid mit dem Aufräumen, dann treffen wir uns oben und üben das ABC. Oh nein, warum denn das ABC? Ach, bitte nicht. Warum denn? Komm, Pferdchen, wir hauen hier schnell ab. Auf ABC habe ich gar keine Lust. Isabel, du weißt schon, dass es kein richtiges Pferd ist und damit kannst du auch nicht abhauen. Also du kommst um das ABC nicht rum. Du, Brigitte, es ist jetzt alles wieder da, wo es war. Können wir das jetzt bitte mit dem ABC lassen? Ach, dann will ich doch mal schauen. Okay, in keiner Ecke liegt noch ein kleiner Ball. Okay, Kinder. Trotzdem wird jetzt das ABC gelernt. Ihr wollt ja schließlich auch noch später in die Schule kommen, oder? Und ohne ABC ist das ein bisschen schwierig. Mama, keine Lust. Ich will nicht. Ich will auch nicht. Na, wir hatten doch schon so einen Merksatz. ABC? Hm, wie geht's weiter? Die Katze läuft im Schnee oder so. Ist das richtig? Super, Emma, genau so. Und wie geht's dann weiter? Isabel, du vielleicht? Brigitte, das weiß ich noch nicht. Also so weit war ich mit meinem Privatlehrer noch nicht. Kinder, das Telefon klingelt. Ich muss einmal kurz nach unten. Ihr könnt ja euch währenddessen noch mit dem Alphabet beschäftigen. Oh, wer mag das denn jetzt sein? Wir waren doch gerade in so einer Lerneinheit. Okay, Leute, Brigitte ist weg und ich muss euch sagen, ich habe überhaupt gar keine Lust da drauf. Wir sind hier in der Kita. Warum sollen wir denn sowas lernen? Also das verstehe ich auch nicht. Also ich bin doch hier in der Kita, um mit Spielsachen zu spielen. Nichts anderes. Und ich bin auch nicht in der Kita, um unten irgendwas aufzuräumen. Und wir sind nicht in der Kita, um das ABC auf zu lernen. Nein, auf gar keinen Fall. Möchte ich nicht.
Mir kommt da gerade eine Idee. Wenn hier dieser ABC-Plan nicht ist, wie sollen wir denn dann das ABC lernen, hm? Einer von euch muss mir auf jeden Fall jetzt einen Stift geben. Einen, der richtig schwarz oder so malt. Kita Sonnenschein, hallo? Brigitte am Apparat? Ach, die Kita Mondschein aus Playmobil Country. Hallo, was kann ich für euch tun? Ein Notfall? Die Erzieherin ist krank geworden und die Kinder brauchen eine Betreuung? Und die sollen jetzt hierher kommen? Ich habe schon genug Kinder. Ach, sie sagen, die sind total lieb und machen nie Ärger. Ich würde das gar nicht merken, wenn sie da sind. Da bin ich ja mal gespannt. Ich überlege mir das nochmal. Einen Moment, ich nehme sie mal mit. Ich muss ja auch noch auf die Kinder hier aufpassen. Wobei, Maurice, der passt auf sich selber auf. Der ist am Schlafen. Oh, jetzt haben wir dem ABC aber ordentlich eins ausgewischt. Oh Mann, das ist ja gar nicht mehr wiederzuerkennen. Und da kommt auch schon Brigitte, wenn sie fragt, es ist keiner gewesen. Das war schon vorher so. Herrje, was habt ihr denn damit gemacht? Wie sieht's hier denn aus? Was? Wir waren das nicht, Brigitte. Wovon redest du? Wir waren das nicht. Oh, Kinder, nur weil ihr keine Lust habt, ABC zu lernen, müsst ihr doch jetzt nicht hier alles total... Oh Mann, die schöne Tafel. Also gut, die anderen Kinder können kommen. Wenn die so toll sind, dann möchte ich das gerne mal sehen. Vielleicht können meine noch was davon lernen. Was habe ich da gehört? Andere Kinder? Wie, die kommen in unsere Kita oder was? Wir sollen etwas von diesen anderen Kindern lernen und die sollen so toll sein. Habe ich auch gehört. Oh nein, ich weiß, was das heißt. Die Kinder kommen hierhin und wir müssen in eine andere Kita, weil wir so böse waren. Oh nein, ich will hier aber nicht weg. Ich auch nicht. Kinder, kommt ihr dann mal runter? Ihr habt Besuch. Oh Mann, habt ihr das gehört? Die anderen Kinder sind da. Ist die blöd. Leute, wir sollten den Kopf nicht in den Sand stecken. Wir müssen das irgendwie nutzen. Wir müssen uns von unserer besten Seite zeigen, ja. Ja, von unserer Schokoladenseite. Ich mag Schoko. Los, Leute, kommt, wir gehen nach unten. Ja. Wir werden unsere Kita nicht so leicht abgeben. Egal, was das für Kinder sind. Also Kinder, das sind Fabio, Theresa, Theo und Victor. Heißt sie herzlich willkommen bei uns. Oh Mann, die kommen vom Dorf, aus Playmobil Country. Das sehe ich denen schon an. Okay, Leute, reißt euch zusammen. Wir müssen richtig nett sein. Oh, hallo, also ich bin der Malik. Ich freue mich, dich kennenzulernen. Oh, das ist ein toller Anzug. Ist der von Gucci oder was? Oh, was für eine tolle Frisur. Ihr habt ja alle die gleiche wie ich. Vielleicht geht ihr zum gleichen Friseur wie ich? Also ich bin ja wirklich beeindruckt. Meine Kinder sind ja total lieb und freundlich. So kenne ich sie ja gar nicht. Also kann mir einer erzählen, was der hier macht? Ach so, der hat sich euch nicht vorgestellt. Das ist Maurice. Der schläft noch. Der ist ganz klein. Aber bald kann er mit uns spielen, sagt Brigitte immer. Was ist das denn für ein Baby? Also, er kann ja nur in die Windeln machen, nichts anderes. Hey, das ist nicht sehr nett, über den zu reden, wenn er da ist. Das ist lästern. Lass das nur sein. Das ist mir doch egal, als ob der mich verstehen könnte. Maurice, nimm sie so schwer. Der meinte das nicht so. Der ist neu hier. Der kennt dich doch nicht. Also, alles in Ordnung. Okay, also das hier ist das Beste in der Kita. Das ist unser Bällebutton. Da sind ganz, ganz viele kleine Bällchen drin. Super ist das. Das ist ja total eklig. Da kleben noch Bonbons drin. Total dreckig. Oh, das tut uns leid. Also, manchmal essen wir da einfach was drin. Aber wenn es dir nicht gefällt, musst du auch nicht reingehen. Oh. Jetzt ist gar kein Platz mehr für uns da drin. Oh Mann, die haben sich einfach das Bällebad unter den Nagel gerissen. Also, ich weiß nicht, wie die Neuen so drauf sind. Ich fand's ja nicht ganz nett. Aber jetzt sind sie irgendwie frech und sie sind einfach ins Bällebad gegangen, obwohl sie gesagt haben, nö, eklig. Und der eine hat schon was Böses zu Maurice gesagt. Ach, das ist mir egal. Wenn das Bällebad voll ist, gehe ich wieder auf mein Schaukelpferd. Und während ihr so schön spielt, werde ich nach oben gehen und diese Tafel mal ein bisschen reinigen. Vielleicht kriegen wir das ja wieder hin mit dem ABC. Oh nein, Brigitte haut ab. Die lässt uns mit den Neuen alleine. Hey, also Leute, wir haben noch was anderes außer das Bällebad. Wollt ihr sie auch sehen? Ja, los, kommt. Nö, weil wir können hier spielen und dann können wir die Bälle auch werfen. Das würde ich lieber lassen. Wir haben das gerade hier alles aufgeräumt. Tu die Bälle wieder zurück. Nein, machen wir nicht. Die fliegen. Also, ich kann euch gerne hier noch mehr zeigen. Kommt mal mit, da hinten haben wir noch was Tolles. Hier haben wir unsere eigene Küche, da können wir was kochen. Ich esse am liebsten hier Pizza. Hä, das ist doch keine richtige Küche. Das ist doch wohl ein Witz. Nee, das ist kein Witz, das ist eine Küche, hab ich doch gesagt. Willst du dich einfach darüber... In Playmobil Country ist sie viel besser. Willst du dich darüber lustig machen? Dann geh doch zurück nach Playmobil Country. Oh, also ich kann euch noch was richtig Cooles zeigen. So einen Aussichtsturm haben wir hier bei uns. Also ich finde, wenn man da oben ist, dann ist man nur begeistert und das war bisher auch jeder. Und ich hoffe nicht zu sehr, weil sonst wollen die da gar nicht runter, es wäre nicht so schön. Da hat man den besten Ausblick über die ganze Kita. Riesengroß, oder? Oh, ich weiß, was ich mache. Wie ist da unten aufgekommen, meine Spucke? Hey, was machst du denn da? Du kannst doch da nicht von unserem Aussichtsturm hier runterspucken, das darf man nicht. Hey, was ist denn da oben los? Maurice, oh nein! Das gibt's doch wohl nicht. Wer hat Maurice angespuckt? Also, langsam platzt mir wirklich der Kragen. Erst kommt das mit dem Bällebad, das macht ihr schlecht, dann ist die Teeküche nicht gut genug und so weiter. Und jetzt wird euer Maurice angespuckt. Hey, sowas darf man nicht. Man darf nicht spucken, man darf nicht kratzen, nicht an den Haaren.
Soll ich dich jetzt auch einfach mal schubsen? So, und ihr kommt jetzt sofort raus aus dem Bällebad. Das gehört nämlich uns. Ich kann mir das nicht länger ansehen. Ihr macht euch das hier viel zu bequem. Oh, ich glaube, da hinten gibt es Ärger. Gut, dass ich auf meinem Pferd bin. Ich glaube, hier bin ich sicher und kann schnell abhauen. Nein, wir hauen hier nicht ab. Wir bleiben hier schön drin. Hier ist es richtig bequem. Ich hoffe, das können wir mitnehmen nach Playmobil Country. Wir bleiben hier drin. Und schau mal, wir können dich auch abwerfen. Also, ich krieg hier so viel. Ich habe das gerade alles aufgeräumt. Und jetzt macht hier alles wieder dreckig hier mit den ganzen Bällen. Kommt jetzt hier raus. Sofort. So, die Tafel ist wieder ganz. Aber was ist denn da unten los? Was höre ich denn da? Emma, komm sofort von den anderen Kindern runter. Was ist denn hier los? Oh, Brigitte, diese anderen Kinder regen mich einfach nur noch auf. Also, wir haben nichts gemacht. Wir haben gar nichts gemacht. Und ob? Die haben sogar, also einer von denen hat sogar Maurice angespuckt. Die verhalten sich ganz, ganz schlecht. Angeblich viel besser als wir, aber das ist nicht wahr. Ja, also hier haben wir den Übeltäter. Der wollte sich einfach nicht an die Regeln halten und der arme Maurice. Ach, Herr Jemini, Maurice, und du musst hier unter all dem ganzen Stress leiden. Tut mir leid, wir machen das schnell weg. Und ihr, naja, vielleicht solltet ihr wirklich besser nach Playmobil Country zurückgehen. Ich meine, letztendlich wart ihr vielleicht doch nicht so ein guter Einfluss auf meine Kinder. Und ich glaube, jedes Kind macht irgendwie ein bisschen Ärger und Stress. Also, ich werde anrufen, ihr werdet wieder abgeholt. Und aber bevor ihr geht, müsst ihr hier noch alles wieder picobello aufräumen. Ich mache das nicht, ich habe das heute schon gemacht und ich war das nicht. Es wird Zeit, dass wir mal wieder Julian pranken. Was hältst du davon, Emma? Er hat sich gerade zum Mittagsschlaf hingelegt. Wollen wir ihn schminken? Und dann verstecken wir alle Spiegel im Haus, damit er sich selber nicht sehen kann. Oh Mann, Julian wird so hässlich aussehen, wenn ich ihn schminke. Der lacht ganz Playmobil City über ihn. Okay, Mission Schminke kann losgehen. Julian Vogel kann ja sicher was gefasst machen. Stopp, 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 da müsst ihr euch hinten anstellen. Ich hab wirklich ein Hühnchen zu rupfen mit diesem Julian. Ach nee, wo kommst du denn auf einmal her? Wir wollten gerade was mit Julian machen. Also Mia, wenn du ihn schminken willst, das kommt gar nicht in Frage. Das wollten wir gerade machen. Also such dir was anderes aus. Nein, darum geht es auch gar nicht. Ich habe Julian erwischt, wie er mit einem anderen Mädchen geflirtet hat. Er soll immer schön Rede und Antwort jetzt stehen. Okay, also das ist nochmal viel schlimmer als Schminke. Dann geh du mal vor. Julian, jetzt tu nicht so, als ob du mich nicht hörst. Ich weiß ganz genau, dass du mich hörst. Hey! Julian, ich rede mit dir. Du weißt ganz genau, dass du schuldig bist. Hallo, ich rede mit dir. Oh, Mama, ich war doch schon in der Schule. Noch 5 Minuten, bitte. Julian, hier ist nicht deine Mutter. Ich bin's, Mia. Jetzt steh auf. Ah, was machst du denn jetzt auf einmal auf meinem Bett? Oh, ich dachte, das wäre ein Albtraum, aber das ist ja wirklich alles... das passiert ja in Wirklichkeit. Okay, was willst du hier? Ich habe einiges mit dir zu klären. Also jetzt steh erstmal auf. Ja, was ist los? Kannst du mir mal erklären, was das für ein Mädchen war auf dem Spielplatz mit dir letztens? Hä? Welches Mädchen denn? Ach so, du meinst... Judith meinst du, glaube ich. Ja, kann sein. Was soll denn da sein? Julian, jetzt tu nicht so unschuldig. Du weißt gar nicht... Was ist denn mit mir? Du stehst bestimmt auf sie und ich? Oh Mann, das war klar. Wo warst du denn da? Ich habe dich gar nicht gesehen. Oh Mann, jetzt habe ich Probleme mit Frauen, okay? Unser Bruder Julian hat richtig Probleme mit Mädchen. Ich glaube, das ist schon Bestrafung genug. Komm, wir lassen ihn allein, Emma. Na gut, wenn es sein muss, dann müssen wir ihn halt wann anders schminken. Vielleicht nächste Woche oder so. Ja, machen wir. Ich bin dann in meinem Zimmer. Pia, was mache ich denn jetzt? Also eigentlich hatte ich diesen Termin für Julian reserviert, um ihn zu ärgern. Oh, mein Handy klingelt. Oh, Philipp schreibt mir. Anscheinend gibt's da Probleme. Was ist denn da wohl passiert? Es ist dringend, schreibt er. Was ist passiert? Oh, er schreibt. Da bin ich ja total gespannt. Hat er vielleicht einen Unfall oder so und hat sich verletzt? Hoffentlich ist er nicht im Krankenhaus. Es geht einfach nicht mehr. Nein. Ach so, nein. Keinen Unfall. Was geht denn nicht mehr? Was ist denn? Ach so, die Stiefmutter. Oh Mann, die habe ich ja letztens kennengelernt. Die war wirklich überhaupt nicht nett. Ich kann sie nicht ab. Ja, das verstehe ich. Die ist wirklich nicht besonders lieb. Der Arme. Aber was ist denn da passiert? Und ist sein Papa nicht da? Sie ist so fies. Das glaube ich. Die war echt richtig gemein zu Philipp. Und jetzt übertreibt sie richtig. Kann denn dein Vater nicht helfen? Also der hat doch letztes Mal Philipp die ganze Zeit verteidigt. Nein? Warum denn nicht? Der ist auf Geschäftsreise.
Das heißt, Philipp ist alleine mit seiner Stiefmutter. Oh nee, der Arme. Leider nicht. Ich frag mich echt, was da vorgefallen ist. Meine Stiefmutter möchte mich aus dem Haus schmeißen. Oh nein, der... Was? Also... Oh, dann sitzt er ja auf der Straße. Heftig, ja, ganz genau, das ist ziemlich heftig. Das gibt es doch nicht. Das kann die doch echt nicht machen. Ich meine, Philipp wohnt doch da eigentlich mit seinem Vater und die Stiefmutter kann ihn doch nicht rauswerfen. Also echt fies, wenn der Vater nicht da ist, macht die einfach sowas. Aber vielleicht sollte er nochmal mit ihr reden. Vielleicht meinte die das nicht so. Anscheinend schon. Ich frag mich, was da vorgefallen ist, was passiert ist. Ob die einfach so fies ist oder vielleicht haben die gestritten. Ach so, die 50 Euro wieder. Sie wollte wieder meine 50 Euro, schreibt Philipp. Das finde ich echt richtig gemein. Philipp hat die 50 Euro gewonnen. Und die Stiefmutter, das ist eine erwachsene Frau. Die muss ihm doch nicht das Geld wegnehmen. Also, wenn es gar nicht anders geht, dann muss Philipp hier zu uns nach Hause kommen. Das geht doch nicht, dass der alleine dann draußen ist. Mama wird schon nichts dagegen haben und Papa auch nicht. Die hat sie doch nicht mehr alle. Ja, habe ich auch im Gefühl. Das ist echt eine Verrückte. Aber vielleicht sollte er versuchen, das Ganze zu klären. Aber versucht das bitte erst zu klären. Danke, Hannah, du bist eine tolle Freundin. Ja, Philipp ist auch ein toller Freund. Ich bin so froh, dass wir jetzt uns so angefreundet haben. Ich gucke jetzt mal, was passiert. Alles klar. Also ich hoffe, es geht gut. Ich hoffe, die vertragen sich wieder. Okay. Bis später. Oh Mann, bei denen ist schon wieder echt viel los. Vielleicht sollte ich Mama lieber vorwarnen, falls Philipp dann hier auftaucht, damit sie schon mal Bescheid weiß. Du bist so ein undankbares Kind. Du solltest jetzt schleunigst hier verschwinden, aber schnell. Das machst du doch nur, weil mein Vater gerade nicht da ist. Nur deswegen, du nutzt das jetzt gerade aus. Das wird jetzt auch mal langsam Zeit, dass du hier raus bist. Du hilfst mir nicht, du gibst mir die 50 Euro nicht und... Muss ich auch generell, nicht. Generell, du störst einfach. Weißt du was, ich möchte auch nicht mehr mit dir hier wohnen, aber dass du mich hier einfach rausschmeißt, also das darfst du eigentlich gar nicht. Und wenn du dann erstmal weg bist, dann gehören die 50 Euro hier mir. Geh schon, heu woanders. Boah, ey, die ist so fies. Wenn Papa wieder zurück ist, dann bekommst du das zurück. Das sage ich dir. Ich bin jetzt weg. Und ich gehe nicht, weil du mich rausschmeißt. Nein, nein, weil ich will. Ist mir egal. Ich nehme all meine Sachen mit. Ja, ja, ist ja in Ordnung. Ich werde keine Träne vergießen. Schöne Grüße. Das kann doch nicht sein. Die hat mich... Sie schmeißt mich aus meinem eigenen Haus. Nur weil Papa auf Geschäftsreise ist. Oh, wie wird das nur ausgehen? Aber Hannah hat ja angeboten, dass ich vielleicht zu denen kann. Ich glaube, da gehe ich einfach mal hin und frag mal, was die so machen. Vielleicht kann ich da ja ein bisschen bleiben. Oder vielleicht sogar einziehen. Ja, hast du das schon mitbekommen? Mia, die ist oben bei Julian. Und die schien wirklich gar nicht glücklich zu sein. Ich glaube, er hat ein bisschen Probleme mit ihr gerade. Ja, ja, Mama, das habe ich schon mitbekommen. Aber wir haben noch ein ganz anderes Problem. Also, er, Philipp, der hat richtig Ärger zu Hause. Oh, okay. Ist das der mit der Stiefmutter, von der du letztens erzählt hast? Ja, ganz genau, der ist das. Und weißt du, was der mir gerade bei WhatsApp geschrieben hat? Die Stiefmutter will den jetzt rauswerfen. Rauswerfen? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Er ist doch noch minderjährig. Das macht wirklich keine Mutter. Das bringt niemand übers Herz. Doch, Mama, die ist echt fies. Es hat geklingelt. Vielleicht ist das Philipp. Wie? Das ist er und der scheint einen Koffer dabei zu haben. Also ist das jetzt wirklich passiert? Die Stiefmutter hat ihren eigenen Sohn da rausgeschmissen, aber ach, der arme Kleine. In was geraten wir hier gerade rein? Aber Mama, wir müssen ihn auf jeden Fall reinlassen. Ja, ist gut, Hannah, das machen wir auch. Hallo, Frau Vogel. Hallo, Hannah. Ich hatte es ja Hannah schon erzählt. Kann ich vielleicht reinkommen? Natürlich, Philipp, komm doch rein. Was wartest du denn da draußen?
Ach je, was hier nur passiert ist heute, dann komm schnell rein. Es ist wirklich kalt draußen. Mach's dir hier erstmal ein bisschen gemütlich und wärm dich auf. Philipp, vielleicht kannst du es nochmal erzählen. Was ist jetzt zu Hause da genau bei dir passiert? Du wurdest doch nicht ernsthaft rausgeschmissen, oder? Ja, doch, Frau Vogel, es ist wirklich so. Ich wurde von zu Hause rausgeschmissen, weil mein Vater momentan nicht da ist. Wissen Sie, der ist öfters auf Geschäftsreise und das nutzt meine Stiefmutter immer wieder aus. Und ja, macht sich über mich lustig, macht mich fertig und jetzt hat sie es wirklich vollbracht und mich rausgeschmissen. Philipp, mach dir keine Sorgen, du kannst bei uns einziehen und mach's dir gemütlich, bleib so lange, wie du willst. Anna, wieso denn so lange, wie er will? So war das doch gar nicht geplant und willst du mich nicht mal fragen? Das ist nett. Also ich würde dann auch erst ganz gerne mal hierbleiben, wenn das in Ordnung wäre. Also das kann doch jetzt nicht wirklich sein, oder? Was sind wir denn bloß reingeraten? Diese Stiefmutter. Ach, natürlich, Philipp. Du kannst natürlich erstmal hierbleiben, bis dein Vater wieder zurück ist. Und dann müssten wir alles erstmal klären. Philipp, vielleicht kannst du ja bei Julian einziehen. Und mich kannst du natürlich immer in meinem Zimmer besuchen. Oh, das würde ich gerne machen. Ihr seid so nett. Dankeschön. Und Julian hat nichts dagegen? Ja, ist in Ordnung, Mia. Ich werde dich jetzt immer anrufen, wenn ich mich mit irgendjemand treffen sollte. Besonders, wenn es um Mädchen geht. Versprochen. Gut, dann haben wir uns ja verstanden. Und erstmal musst du dann meine Erlaubnis einholen, wenn du dich mit dieser Judith treffen willst. Ja, Brief schreiben oder wie? Telefonieren reicht. Na dann. Julian, ich habe tolle Nachrichten für dich. Da ist noch jemand da, um dich zu besuchen. Ist das etwa diese Judith? Wo ist sie? Ich will sie sofort sehen. Hey! Oh, Mama, gar nicht gut. Gar kein guter Zeitpunkt gerade. Oh, wenn das Judith ist, dann gibt's ja auf jeden Fall sowas von eine Prügelei. Nein, Judith, wer ist... Ach, die Judith. Nein, Philipp ist hier, der Freund von Hannah aus der Schule. Oh, hey, Leute. Julian, kann ich vielleicht ein bisschen bei dir bleiben? Wir können auch ein bisschen Minecraft und Roblox zocken, wenn du möchtest. Ich habe mein Tablet auch mitgebracht. Oh Mann, nochmal Glück gehabt. Julian, du kannst echt froh sein, dass es nicht Judith ist. Ja, ich bin auch ziemlich froh. Ja, kein Problem, Philipp. Du kannst gerne bei mir bleiben. Also, solange es nicht Dave ist, habe ich damit überhaupt kein Problem. Siehst du, Philipp, du bist bei uns immer herzlich willkommen. Danke, Hannah. Danke wirklich, also, dass ich hier bei euch in der Luxusvilla bleiben darf, bei Familie Vogel. Ihr seid echt eine tolle Familie. Ach, der Kleine tut mir wirklich leid. Wie kann man ihn denn von zu Hause rausschmeißen? Was ist das für eine Frau? Ach, herrje, ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Oh, ist das super hier. Ich habe jetzt ein eigenes riesiges Zimmer hier und diese Couch, die ich mir schon immer gewünscht. Mal sehen, was ich hier alles anstelle. Ich könnte ja hier einen eigenen Beauty-Salon eröffnen. Vielleicht mit Nagelstudio, das wär's doch. Hallöchen, ich bin schon wieder da. Ein bisschen früher, ich habe einen Flug früher genommen. Ach, hallo, mein Liebster. Toll, dass du schon so früh da bist und ich habe richtig gute Neuigkeiten für dich. Oh, das ist ja super. Vielleicht kannst du es uns beiden ja erzählen. Also, wo ist denn der Philipp? Philipp! Ach, Philipp, das ist das Stichwort. Okay. Es geht um Philipp. Der ist endlich raus hier. Was? Und jetzt sind wir nur alleine. Das ist doch toll. Endlich mal Zeit zu zweit. Das ist gerade nicht dein Ernst. Was hast du getan? Kannst du mir das mal bitte nochmal ganz genau erklären? Oder habe ich mich da etwa verhört? Nein, nein, du hast schon richtig gehört. Er ist weg. Er ist im Prinzip freiwillig gegangen zu seiner Freundin Hannah oder so. Also, wir sind ihn auf jeden Fall los. Wollen wir hier einen Beauty-Salon eröffnen oder so? Okay. Ich bleib ganz ruhig. Ich flippe nicht aus. Ich werde das einzig Logische machen. Du bist hier raus. Wir trennen uns. Sofort! Wie, was? Wieso denn? Ich habe doch nur das Beste für uns getan. Das Beste für uns, dass ich nicht lache. Du schmeißt einfach meinen Sohn aus meinem Haus hier raus, ohne mich zu fragen. Also auch wenn du mich fragst, warum sollte ich meinen Sohn aus dem Haus schmeißen? Ich schmeiße dich jetzt hier raus. Sowas tut man doch nicht. Du bist raus. Lass dich hier nie wieder blicken, damit das klar ist. Nichts aber. Ganz schnell hier raus. Ganz schnell. Du wolltest doch die Polizei rufen oder so. Unfassbar. Wie kann man sowas nur tun? Du bist eine erwachsene Frau und das ist ein Kind. Raus. Aber ganz schnell. Ich will dich nie wiedersehen. Das ist alles nur Philipps Schuld. Dieser Junge, der treibt mich noch zur Weißglut. Was ist das nur für eine Frau? Und ich habe mich in diese Frau verliebt. Nie wieder habe ich was mit der zu tun. Ich muss jetzt ganz schnell meinen Philipp abholen. Du, Hannah, also ich finde das ziemlich cool hier mit den Besuchszeiten. Dann kann ich dich ja mal besuchen und wir können ja eigentlich auch die Hausaufgaben jetzt zusammen machen die nächste Zeit, oder? Ja, klar, du kannst mir vielleicht ein bisschen in Englisch helfen und ich helfe dir dafür in Mathe. Ja, mache ich gerne. Hallo, kann ich Ihnen weiterhelfen? Kennen wir uns schon? Wer sind Sie denn? Nein, also ich bin der Vater von Philipp. Ich habe gehört, mein Junge ist hier. Ach, Gott sei Dank, Sie sind der Vater. Ich bin echt froh, Sie hier zu sehen. Kommen Sie ruhig rein, Ihr Sohn ist hier. Ach, danke schön. Also super. Ich sag Ihnen, ich bin wirklich schockiert. Ja, ich auch. Das gibt es doch nicht. Er hat wirklich seine Sachen hier gepackt und mit dem Koffer und mit seinem Tablet und seiner Schultasche. Oh Gott, was bin ich nur für ein Vater. Ach, machen Sie sich keine Vorwürfe. Was hab ich nur getan? Sie waren ja nicht da. Das war ja die Trotzdem. Stiefmutter, soweit ich weiß. Ach, wollen Sie wirklich mit der zusammenbleiben? Also ich weiß ja nicht. Nein, ganz bestimmt nicht. Ich habe sie eben auch in hohem Bogen rausgeschmissen aus unserem Haus. Ich möchte diese Frau nie wieder sehen. Wie kann man sowas nur tun?
Ich denke, das war die richtige Entscheidung. Also, auf jeden Fall. Ich glaube, das war ganz gut. Ihr Sohn Philipp ist übrigens oben bei meiner Tochter Hanna. Sehr schön. Vielen Dank nochmal dafür. Wir können ja mal zusammen hochgehen. Kein Problem. Hanna, ich sag dir, diese Frau, ne, ich habe noch nie so eine schlimme Frau gesehen. Also, du hast mir ja mal von deiner bösen Mathelehrerin erzählt, aber meine Stiefmutter, die war tausendmal böser. Hey Philipp, hier ist jemand, um dich zu besuchen. Oh, Philipp, dreh dich um, guck mal, wer da ist. Hallo, mein Junge. Es tut mir leid, was passiert ist. Oh, Papa, ich dachte, du wärst auf Geschäftsreise. Aber Papa, trotzdem, ich bleibe hier. Ist mir egal. Solange diese Frau bei uns zu Hause ist, werde ich nicht nach Hause kommen, damit das klar ist. Philipp, mein Junge, mach dir keine Sorgen. Ich habe sie rausgeschmissen. Ich habe mich von ihr getrennt. Also sowas hätte ich von ihr niemals gedacht. Okay, ihr habt euch gestritten, aber sowas, sie ist weg. Für immer. Hörst du, Philipp? Sie ist weg für immer. Du kannst zurück nach Hause. Wie, jetzt wirklich? Aber ich hab's doch schon so oft gesagt, dass sie gehen soll. Und du meintest immer wieder, nein, ihr werdet euch schon verstehen. Und jetzt ist sie wirklich weg? Ja, Philipp, so ist es. Ich hätte es vielleicht früher verstehen müssen. Aber ich hab's halt nicht gemerkt. Und zum Glück bin ich heute ein bisschen früher nach Hause gekommen. Also im Flug eher. Es tut mir so leid, was hier passiert ist. Oh, klasse. Papa, vielen Dank. Wie wär's, wenn wir jetzt nach Hause gehen und uns einen schönen Film angucken? Nur zu zweit. Hä? Was sagst du dazu? Hanna, hast du das gehört? Ich kann wieder nach Hause. Und meine Stiefmutter ist endlich weg. Oh, endlich. Ja, Philipp. Und das freut mich wirklich sehr für dich. Ach, Hanna, weißt du was? Du bist eine super tolle Freundin. Vielen, vielen Dank. Ihr habt mich einfach so aufgenommen. Deine ganze Familie. Ach, vielen Dank. Ach, Philipp, das mache ich doch gerne. Ich würde immer jemandem helfen, wenn er Probleme hat. Das weiß ich echt zu schätzen. Papa, lass uns nach Hause. Ich freue mich mal. Endlich sind die Jungs mal wieder da. Das wird ein schöner Männerabend hier bei uns. Oh, da sind sie schon. Das wird klasse. Hä? Da hat's geklingelt. Wer ist an der Tür? Bekommen wir Besuch? Wir nicht, Julian. Ich denke, Papa bekommt Besuch. Seine Kumpels kommen. Die wollen sich einen gemütlichen Abend vom Fernseher machen. Männer, da seid ihr ja. Ich komme. Ach, Martin, schön, dass wir uns heute alle bei dir treffen. Du, Martin, also ich habe hier noch einen Kollegen mitgebracht. Also wir nennen ihn einfach nur den Coach. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Oh, yes, that's right. Also du kannst mich auch einfach den Coach nennen. Ja, klar, ist doch gar kein Problem. Also dann haben wir ja noch mehr Spaß. Auf geht's, ab geht's ins Wohnzimmer. Ich habe schon ein paar Getränke kaltgestellt. Oh Mann, ich bin so froh, dass das endlich mal wieder geklappt hat. Zum ersten Mal dieses Jahr, ein richtiger Männerabend. So sieht's aus. Hm, was ist denn da unten los? Ich höre Stimmen. Ach nö, das gibt's doch nicht. Oh, das gibt's doch wohl nicht. Mr. Handsome ist ja da, den habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Ich habe ihn ganz schön vermisst. Nee, Mr. Handsome meine ich doch gar nicht. Siehst du nicht, da ist Herr Coach. Was will der denn hier bei uns zu Hause? Hier, warte doch mal. Wollen wir nicht einfach wieder nach oben gehen? Komm, wir gehen in mein Zimmer. Ganz kurz noch. Ich muss eben ganz kurz noch mit Mr. Handsome sprechen, wenn er schon mal hier ist. Mr. Handsome? Hallo, ich bin's. Hm? Oh, Pia, was sollte das? Warum? Was machst du hier? Du wohnst doch gar nicht hier. Oh, Harry, guck mal, wer da ist. Die Pia. Ja, die ist zu Besuch und, na, ich glaube, die wirst du nicht so schnell los. Mr. Handsome, ich hab sie schon ewig nicht gesehen. Sagen Sie, sind Sie noch mit Ihrer Frau verheiratet? Oh, also, dich kenne ich doch. Das ist doch Pia, eine Schülerin von mir. Ich wusste gar nicht, dass Martin Tochter hat. Also die Pia, das ist nicht die Tochter von Martin. Die Tochter von Martin ist Hannah, die sitzt da hinten. Oh Mann, immer das Gleiche mit Pia. Warum kann die nicht einfach jetzt wieder mit nach oben kommen und wir spielen? Jetzt muss die mit Mr. Handsome da rumquatschen. Hör, und jetzt hat's geklingelt. Was wollen die denn hier? Das ist doch Herr Chillig und Frau Chillig. Oh. Hallo, Hanna. Hi. Was wollen Sie denn hier? Hanna, wir waren gerade spazieren hier in der Nähe und wir haben uns eigentlich ein bisschen darüber gestritten, wie viele Male die Schüler und wie viele Male die Lehrer gewonnen hatten bei Schüler versus Lehrer. Also ganz klar. Ich glaube, die Lehrer haben mindestens 3 Mal gewonnen. Also ich weiß es nicht so genau. Ich war ja auch gar nicht jedes Mal mit dabei. Vielleicht müssten Sie da lieber Julian fragen. Wer hat denn da gerade geklingelt? Herr Chillig und Frau Chillig, was wollen Sie denn hier? Hallo Frau Vogel, es geht ganz kurz um Lehrer versus Schüler. Wie? Jetzt? Aber ist doch gar keine Schule, ist doch schon gleich Abend. Nein, Julian, es startet doch jetzt nicht. Wir haben uns nur darüber gestritten, wie auf die Lehrer und wie auf die Schüler gewonnen haben dabei. Was ist das denn für eine Frage? Ist doch klar. Ha, wir haben immer gewonnen, die Schüler. Aber Moment mal, war da nicht ein Sieg von den Lehrern auch mit dabei? Mr. Handsome, sagen Sie, wollen Sie nicht mal lieber aufs Gymnasium wechseln und da Lehrer sein? Das ist doch viel besser, dann könnten wir uns auch häufiger sehen. Oh Mann, ich glaube, Pia, die kriege ich da nicht so schnell weg. Vielleicht wollen Sie sich doch setzen, Herr und Frau Chillig. Dann können Sie sich in Ruhe hier noch unterhalten. Naja, egal. Wer auch immer so oft gewonnen hat, das zählt jetzt nicht zur Sache. Julian, wir wollten dich eigentlich eher fragen, hast du vielleicht Ideen für ein neues Lehrer versus Schüler? Aber natürlich habe ich da Ideen. Wie wäre es mit einem Minecraft- oder Roblox-Battle? Das wäre cool. Habe ich mir das gerade eingebildet oder hat es da gerade schon wieder geklingelt? Was ist denn dir heute los? Na toll, ich verabrede mich mit Pia und jetzt sitze ich hier alleine rum. Hanna, ich meine, das ist die Sekretärin von deiner Schule, Frau Lieb.
Hallo, Frau Vogel. Wie Sie wissen, bin ich die Sekretärin der Schule. Ich würde gerne mit Hannah reden. Es gab in der Schule ein paar Vorfälle. Mit ihr würde ich gerne darüber reden, in Sachen Mobbing. Hallo, Frau Lieb. Was machen Sie denn hier? Sie wollen mit mir reden? Habe ich irgendwas angestellt? Nein. Ich habe nur mitbekommen, dass es da einige Probleme gab zwischen dir, Becky, Pia und Schülern aus einer höheren Klasse. Und ich würde einfach nochmal gerne von dir hören, wie die Sache abgelaufen ist. Also langsam wird's mir echt ein bisschen zu bunt hier. Herr Grupp, was machen Sie denn hier? Naja, also bei uns an der Schule, da gab es einige Vorfälle in letzter Zeit wegen Mobbing und sowas. Und naja, ich habe mich mit Frau Lieb abgesprochen und da wollte ich ganz gerne mal mit Hannah kurz drüber reden, wenn das in Ordnung wäre. Oh, Herr Grupp, was machen Sie denn hier? Wir hatten doch gesagt, dass ich zur Familie Vogel gehe. Nein, da haben Sie mich falsch verstanden. Wir haben gesagt, dass ich hier zur Familie Vogel komme. Nein, ich sollte das nein, machen. Nein, ich. Ich? Naja gut, okay, wir brauchen uns ja jetzt nicht streiten. Wenn wir beide schon hier sind, können wir ja beide mit Hannah reden, oder? Na gut, also Hannah, dann erzähl doch mal, wie war das? Was soll ich denn jetzt erzählen? Oh Mann, eigentlich will ich das denen gar nicht sagen. Was ist denn da unten los? Voll viel Gequatsche, ist da unten eine Party und keiner hat mich eingeladen? Oh, sind das da Julian und seine Lehrer? Das ist kein gutes Zeichen, was machen die hier? Und Mama und Hannah, die reden auch mit... Was sind da? Ich glaube, das sind auch Lehrer. Ja, die sehen so aus. Was wollen die alle hier? Und Papa ist hinten auch. Okay, mit Onkel Stefan und die anderen sind auch bestimmt Lehrer, ja. Also langsam platzt mir wirklich der Kragen. Hat's gerade schon wieder geklingelt? Ich wusste gar nicht, dass heute so eine Großveranstaltung bei uns ist. Ach, hallo Frau Vogel, Entschuldigung, dass ich störe, Sie kennen mich, ich bin Frau Diva, die Lehrerin von Julian. Hallo. Also, mir ist aufgefallen, als Sie letztens Julian zur Schule gebracht haben, dass Sie so schönes, glänzendes Haar haben. Was? Danke für das Kompliment, aber warum sind Sie jetzt hier? Was wollen Sie von mir? Naja, ich wollte mich bei Ihnen erkundigen, welches Shampoo Sie benutzen. Ganz ehrlich, ich habe keine Zeit für sowas. Schauen Sie sich mal um, wie viele Lehrer hier gerade sind. Gehen Sie doch einfach nach oben ins Badezimmer und gucken in der Dusche, welches Shampoo da steht. Ich habe keine Ahnung, wie das heißt. Alles klar, nach oben, Dusche. Ja, das werde ich wohl finden. Hm? Hä, wo kommen Sie denn auf einmal her? Die habe ich ja noch nie gesehen, oder doch? Was wollen Sie hier? Naja, ich bin gerade auf dem Weg nach oben, um mir anzusehen, welches Shampoo deine Mutter benutzt. Frau Diva, was machen Sie denn hier? Was will die denn jetzt hier? Ach, guten Tag, Herr und Frau Chillig. Ja, hallo, ich wollte nur kurzen Besuch abstatten. Also, langsam kriege ich echt ein bisschen zu viel. Wer steht denn da jetzt schon wieder? Hallo, Frau Vogel, also ich bin ja die Englischlehrerin von Hannah und da gab es letztens so ein, zwei Vorfälle. Da würde ich gerne einmal mit Ihnen drüber sprechen. Oh, hallo Frau Lieb, hallo Herr Grob, was machen Sie denn hier? Ah, Lehrerversammlung. Ach, eine weitere Kollegin, das hallo. Ist ja schön, dass wir uns treffen. Ach ja, da habe ich auch gar nicht mit gerechnet. Oh Mann, das glaubt mir noch keiner, die halbe Schule ist irgendwie hier bei uns. Frau Lieb, Herr Grob, jetzt auch noch meine Englischlehrerin Frau Blume. Hanna, was machen wir denn jetzt mit den ganzen Leuten hier? Ich meine, wir können die auch nicht einfach wegschicken, aber ich habe nicht so viele Leute eingeplant. Wir haben nichts zu essen, nichts zu trinken, gar nichts. Wie sieht denn das aus? Ich bin eine schlechte Gastgeberin. Aha, da habe ich doch das Shampoo. Aha, okay, das ist das. Mhm. Was haben die da? Aber das können die nicht einfach mitnehmen. Das Diebstahl, das gehört Mama. Das macht die Haare schön glänzen. Aber das wird bei Ihnen nicht wirken. Da ist schon alles verloren. Bitte was? Also ich bin ja wohl die schönste Frau, die es gibt. Und mich interessiert, was Frau Vogel sonst noch so für Beauty-Produkte benutzt. Ich werde einfach mal hier in die Schublade reinschauen. Oh Mann, die verhält sich ganz schön komisch. Die ist total von Schönheit besessen. Ich gehe wieder nach unten. Na, was sagst du, Anna? Also, ich finde die Idee gar nicht so schlecht von Julian. Vielleicht mal so ein Spiel gegeneinander, also Minecraft oder Roblox, was das auch sein soll. Aber Max, dann verlierst du wieder total die Nerven gegen Julian. Besser nicht. Oh Mann, da wollen sie sich schon wieder streiten, wie in der Schule. Ich verstehe gar nicht, was sie jetzt genau von mir wollen. Jetzt, wo wir schon mal hier sind, wir müssen noch die Klassenfahrt besprechen. Ach ja, von der 9. Klasse. Ja, wie wollen wir das machen? Also, ich glaube, die bleiben noch ein bisschen länger. Die fangen nämlich gerade an, hier irgendwie eine Lehrerkonferenz zu starten. Also, von mir aus könnten die wieder gehen. Ich weiß auch nicht, was die hier von mir wollen. Ich will doch gar nicht mit denen darüber sprechen. Pia, nein, also, ich werde mich ganz bestimmt nicht von meiner Frau trennen. Und wie? Ja, ich bin noch mit ihr zusammen. Also, warum stellst du mir überhaupt diese Fragen? Aber warum denn? Oh Mann, also diesen Männerabend habe ich mir ganz anders vorgestellt. Und was findet denn hier in der Küche statt? Das habe ich ja gar nicht mitbekommen. Könnt ihr mir vielleicht einer von euch mal kurz erklären, was hier jetzt eigentlich los ist? Also Frau Lieb und Herr Grob und Frau Blume, die sind hier, weil die mit mir reden wollten, aber jetzt reden die einfach nur miteinander. Ich glaube über die Klassenfahrt der 9. Klasse. Und oben ist auch noch so eine komische, verrückte Frau, die will mal das Shampoo klauen. Naja, und der Herr und Frau Chillig, die streiten sich über das nächste Lehrer versus Schüler, aber das wird wahrscheinlich schon wieder irgendwie spontan entschieden, wie immer. Die Luxusvilla ist das reinste Lehrerzimmer.
Wie kriegen wir die nur hier wieder alle raus? Die wollen bestimmt gleich noch einen Kaffee trinken oder so. Oh, nee. Hallo, Herr Tschillig. Ja, ich habe jetzt Zeit. Es geht um den Elternsprechtag, genau. Mama, was ist denn jetzt? Habe ich morgen zur ersten oder zur zweiten? Das musst du jetzt mal klären. Julian, ich rede doch gerade mit dem Schulleiter Herrn Tschillig über den Elternsprechtag. Also, 2 Minuten, bitte. Mama, was ist denn jetzt mit dem Kakao? Du hast gesagt, in 5 Minuten ist er fertig und es sind bestimmt schon 5 Minuten und ein paar Sekunden. Einen Moment mal kurz, Herr Tschillig. Seht ihr nicht, dass ich beschäftigt bin? Emma, ich habe jetzt keine Zeit für sowas. Oh, das ist doch nur eine Tasse Kakao. Das kannst du doch mit der anderen Hand machen, nicht mit der, wo du das Telefon hältst. Also los, los, los. Mama, ist das jetzt schon geklärt? Erste oder zweite Stunde? Oh, ich hoffe zur zweiten. Bitte, klär das. Sag sonst, dass ich zur zweiten komme. Oh, Kinder, macht ihr das eigentlich absichtlich? Wollt ihr mich nerven? Einen Moment, Herr Tschillig. Lasst mich doch einmal ganz kurz in Frieden. Jetzt klingelt auch noch Hannas Handy. Hanna, da ist jemand an deinem Handy für dich. Was macht mein Handy denn hier unten? Mama, hast du das etwa genommen? Warum sollte ich denn dein Handy nehmen? Natürlich nicht ihr Handy, das von meiner Tochter. Jetzt nimm das Handy und hau einfach ab. Mama, wenn du mein Handy benutzen möchtest, dann musst du mich fragen. Also dann sag doch einfach was. Wolltest du etwa wieder meine WhatsApp-Nachrichten lesen? Also ich kriege hier langsam wirklich zu viel. Martin, kannst du dich mal bitte darum kümmern? Ja, aber oh, Schatz, ich dachte, das Essen wäre jetzt schon fertig. Aber was ist denn jetzt? Ach, natürlich, ich rufe sie gleich nochmal an. Im Moment geht das gerade nicht. Jetzt habe ich wirklich die Faxendicke. Alle aufs Zimmer. Oh Gott. Martin, du gehst zurück ins Wohnzimmer. Ich will niemanden sehen. Mann, geht dir mir auf die Nerven. Ja, ist ja, okay, ist ja gut. Übertreib doch nicht direkt. Wir gehen schon. Wir sind halt Kinder. Wir nerven halt ein bisschen. Und mein Kakao, was ist jetzt damit? Krieg ich den noch oder wie? Oh Mann. Und jetzt du, Hanna. Also wirklich, ich habe mir dein Handy nicht genommen. Du hast es hier einfach liegen lassen. Jetzt nimmst du wieder mit in dein Zimmer. Und du, Martin, du solltest mich eigentlich unterstützen als mein Ehemann. Du benimmst dich wie ein Kind. Okay. Geh auf dein Zimmer. Okay. Gut, dann gehe ich halt ins Schlafzimmer. Also das letzte Mal, dass ich aus dem Zimmer geschickt wurde, ist schon ein paar Jahre her. Aber gut, ich bin ja schon weg. Ich verstehe gar nicht, Mama, warum du dich so aufregst. Wir sind doch nur zu dritt oder zu viert. Stell dir vor, hier werden noch mehr von uns. Ja, genau. Mama soll doch froh sein, dass wir nur zu dritt sind. Wobei, das wäre echt cool, wenn wir noch mehr wären. Stell dir mal vor, ich hätte noch eine Schwester, die wäre so wie ich oder so. Also das wäre es jetzt nun wirklich. Noch mehr von eurer Sorte, das wäre mein schlimmster Albtraum. Wenn ich mir das so vorstelle, wenn das Zwillinge wären, also alle... Emma, jetzt lass es doch bitte. Kannst du nicht die anderen Kinder auch ins Bällebad lassen, bitte? Ich krieg wirklich zu viel. Ach je, war ja klar. In der Kita ist wieder jede Menge los wegen den Zwillingen, habe ich mir schon gedacht. Emma, das ist nicht dein Bällebad. Kannst du jetzt bitte die anderen Kinder auch reinlassen? Nein, das ist jetzt hier meine Zeit im Bällebad und ich bin jetzt ein Hund. Wer hier rein will, der wird gebissen. Oh Mann, Emma ist jetzt hier im Bällebad und in die Sporthalle können wir auch nicht. Da macht Emma die ganze Zeit Ärger. Hallo Brigitte, ich bin jetzt auch da. Du hattest mich ja angerufen, es gibt Probleme. Was denn genau? Frau Vogel, es tut mir wirklich leid, aber ihre Töchter Emma und Emma, die tanzen mir ganz schnell auf der Nase rum. Ich weiß nicht mehr weiter. Hallo Mama, du bist ja auch da. Wenn du hier rein willst, dann wirst du auch gebissen. Ach Emmalein, willst du nicht rauskommen? Ich meine, vielleicht gibt's hier noch irgendwelche Hundeknochen für dich, oder? Die anderen Kinder könnten doch dann auch mal spielen. Mach bitte keinen Ärger. Frau Vogel, wissen Sie was? Gehen Sie am besten in die Sporthalle. Da ist Ihre andere Tochter, Emma, und die macht auch ganz schön viel Radau. Ich werde mich hier versuchen, um Emma zu kümmern. Ach, jede Woche hier wieder Ärger aufs Neue. Aber ich kann Brigitte auch echt verstehen. Zu Hause machen die auch nur Ärger, die beiden. Das Bällebad, das gehört mir. Das ist mein Revier. Kein anderer darf hier rein. Wuff, wuff. Mama, was soll denn das werden? Ich dachte, Emma ist die Verrückte von euch. Aber was machst du denn da? Mama, ich mache hier gar nichts. Ich bin hier heute im Basketballkorb. Ich bin nämlich dabei, aber ich komme hier nicht mehr runter. Ich weiß nicht mal, wie ich hochgekommen bin. Ach, Emma, kannst du da nicht bitte mal weggehen? Ich möchte ein paar Körbe werfen. Emma, jetzt komm da bitte runter. Das ist total gefährlich. Was ist, wenn du stürzt? Oh, Mama, tut mir leid, aber ich bin im Basketball. Ich muss erstmal hier durch den Korb flutschen, weil sonst gibt's keinen Punkt. Oh, Emma, ich dachte, das machen wir zusammen. Du bist jetzt der Basketball. Ich wollte das doch sein. Oh, Emma, jetzt komm bitte nicht auch noch auf die Idee, hier im Basketball zu sein. Du bleibst bitte hier unten am Boden. Ich werde mich jetzt um deine Schwester Emma kümmern. Oh. Och nö, Mama, ich versuche mal Emma mit dem Ball da abzuwerfen, ja, und dann kommt sie vielleicht durch den Korb durch. Achtung! Emma, das brauchst du nicht, ich versuche jetzt schon hier durchzukommen, Achtung! Ach, du liebes bisschen, Emma, was ist denn jetzt da schon wieder los? Soll ich die Feuerwehr rufen oder kommst du von alleine da runter? Emma, komm jetzt sofort da runter, ich mein's ernst. Oh Mann, gesagt, getan, voll in der Mülltonne gelandet, gibt das auch einen Punkt? Oh, die stopft dich in die Mülltonne noch tiefer rein, bis du nicht mehr rauskommst, du Müllkopf! Emma, lass das bitte. Nachher kommt Emma dann nicht mehr raus. Oh Gott, ihr beiden. Frau Vogel, wissen Sie jetzt, was ich meine? Es ist einfach nur frustrierend. Man weiß überhaupt nicht, wem man den beiden gerecht werden soll. Emma, wenn ich hier rauskomme, dann kommst du in die Mülltonne. Oh Mann, das war sowas von witzig. Aber du stinkst jetzt ganz schön doll nach Müll. Ihr.
Also ihr beiden, drei Regeln. Es wird nicht den Kopf in den Mülleimer gesteckt, nicht in den Basketballkorb und das Bällebad ist für alle. Ich muss jetzt in die Schule zu Julian und Bujan, also wirklich. Frau Vogel, bitte tun Sie mir das nicht an. Sie können mich doch nicht mit den beiden alleine lassen. Bitte können Sie nicht noch bleiben. Brigitte, es tut mir wirklich leid, aber ich habe noch andere Zwillingskinder und die machen auch ihre Probleme. Tut mir leid. Ach, ich kann wirklich mitfühlen, was Brigitte durchmacht, aber ich kann jetzt nicht. Mama, komm, wir reiten jetzt auf Brigitte oder wir surfen auf ihr. Wow, das ist eine coole Welle. So, Herr Schillig, also ich habe die beiden hier hingebracht. Die behaupten doch tatsächlich, ich wäre nicht die schönste Lehrerin. Können Sie das glauben? Nein, ich kann es nicht glauben. Ich kann es auch nicht glauben, dass wieder ein neuer Tag ist und die beiden schon wieder bei mir im Zimmer sind. Julian und Bulian. Klasse. So, jetzt aber Klartext. Wer von euch hat das gesagt? Julian oder Bulian? Wer hat gesagt, ich wäre nicht die Schönste? Also ich glaube, das war Bulian. Nö. Das war Julian. Nein, Bulian. Jetzt ist hier aber Ruhe, Jungs. Ich kann euch sowieso nicht auseinanderhalten. Ich habe in den letzten Tagen schon wieder einige Beschwerden von euch hier ins Büro bekommen. Hm? Was? Wegen uns beiden? Nein, das ist wahrscheinlich wegen Bulian. Der macht in letzter Zeit Probleme. Ich bin ganz ruhig. Herr Chile, ich glauben Sie meinem Zwillingsbruder nicht. Julian macht hier den ganzen Ärger. Und von ihm sind auch die Schmierereien auf dem Jungsklo. Wer hat jetzt was? Ich verstehe das gerade ganz nicht. Und wer ist nochmal Julian und wer ist Bulian? Oh Gott, ich komme da selber schon durcheinander. Hallo Herr Chile, da bin ich. Ich war ja gestern erst hier. Was liegt heute an? Frau Vogel, endlich sind Sie da. Also meine Frau, Frau Chillig, die hat sich über Julian beschwert, weil er auf einmal so schlecht in Mathe war und normalerweise dachte sie, das wäre dann Bulian und wir kommen jetzt selber durcheinander. Oh nein, das stimmt doch gar nicht. Nein, ich, Julian war im Klassenzimmer und nicht Bulian, also bitte. Ich dachte, du wärst Bulian und nicht Julian. Nein? Also tut mir leid, wir sehen uns gar nicht ähnlich. Wir sind zwar Zwillinge, aber das stimmt einfach nicht. Guck alleine mal schon mal meine Haare, die sind viel, viel schöner, die liegen viel perfekter als bei Bulian. Das stimmt doch gar nicht. Also bitte, Julian ist viel hässlicher als ich. Guckt euch mal dieses Gesicht an. So sehe ich gar nicht aus. Sehen Sie, Frau Vogel, das meine ich. Es wäre echt besser gewesen, wenn Sie einen davon nach Playmobil Country geschickt hätten, weil wir können sie einfach nicht auseinanderhalten, auch wenn sie in zwei unterschiedlichen Klassen sind. Ach, Sie haben Probleme, sie auseinanderzuhalten. Fragen Sie mich mal. Das zu Hause ist es noch schlimmer. Also ich finde das schon etwas beleidigend. Ich sehe nicht aus wie dieser Typ hier neben mir. Und ich ganz bestimmt nicht wie mein Zwillingsbruder. Könnt ihr vergessen, ich bin viel hübscher. So, jetzt ist Ruhe. Du, Julian, du gehst jetzt zu Frau Diva, nein, zu Frau Chillig. Und du, Julian, gehst jetzt zu Frau Diva in die 1B. So war das, glaube ich. So, jetzt bitte, raus. Also, Jungs, ihr habt's gehört. Klassenzimmer werden ab jetzt nicht mehr gewechselt. Ja, ist ja gut. Hey, Julian, gehst du dann zu Frau Chillig? Ich gehe bei Frau Diva in die Klasse. Ja, das machen wir. Dann ist Frau Chillig wieder so verwirrt, weil ich kein Mathe kann. Weil du ja sonst eigentlich Mathe kannst. Es tut mir leid, Herr Chillig, ich bin ein bisschen kurz angebunden. Ich muss wieder nach Hause, die Pflicht ruft. Oh, bitte, Frau Vogel, tun Sie mal das nicht an. Können Sie noch ein bisschen hierbleiben? Nur ein bisschen. Oh Gott, diese Zwillinge machen mir nur Ärger. Es tut mir wirklich leid, Julian und Bojan, ihr habt's gehört. Bitte artig sein, ich warne euch. Ja, ist ja gut. Und warum nennst du mich Julian? Ich bin Bojan. Oh, das wird ein Horrorschuljahr mit den beiden. Puh, ich bin schon ganz schön außer Atem. Also bei Julian und Bojan, da sieht's nicht besser aus als bei Emma und Temma. Oh, endlich zu Hause, dann kann ich ja schon mal anfangen, das Mittagessen zu kochen. Puh. Hanna, was machst du denn hier? Hallo Frau Vogel. Ja, also die Hanna, die hat mich eingeladen und deswegen gucken wir gerade ein bisschen Fernsehen. Ja, Mama, ist doch kein Problem, oder? Kein Problem, eigentlich schon, Hanna. Normalerweise musst du ja sowas ankündigen und Jungsbesuch, naja. Mama, das hast du mir gar nicht gesagt. Das hast du vielleicht Hanna gesagt, aber doch nicht mir. Oh, jetzt komme ich schon wieder selbst durcheinander. Es kann sein, dass ich das wirklich Hanna gesagt habe. Tut mir leid, Hanna. Oh, ich muss erstmal wirklich einen klaren Kopf bekommen. Ich werde mal in Ruhe kochen. Hallo Frau Vogel, wie geht's Ihnen denn? Ich wollte mir nur ein Wasser holen. Dave, was machst du denn hier? Ich dachte, Philipp ist bei Hanna. Nein, Mama, der ist bei mir. Also, Hanna ist mit Philipp und ich bin mit Dave verabredet. Aber ich hab dir doch Jungsverbot gegeben. Ja, dir, Hanna. Nein, Mama, das stimmt nicht. Du hast Hanna dieses Verbot gegeben. Nein, Mama, glaub ich kein Wort. Sie hat das Verbot. Nein, sie. Hey, pst, Philipp, sag mal, kannst du die beiden auseinanderhalten? Ich dachte, ich habe mich heute mit Hanna getroffen und dann auf einmal wieder nicht. Dave, frag erst gar nicht. Ich hab's einfach schon akzeptiert. Ich kann's auch nicht mehr auseinanderhalten. Hanna, gib es jetzt endlich zu. Sie hat dir das gesagt. Das ist absolut nicht wahr, Hanna. Mama, warum kannst du uns nicht auseinanderhalten? Du musst doch wissen, wem du das gesagt hast. Oh, ich hab keine Ahnung. Wirklich, Mädels, ich weiß es nicht, wem ich das gesagt hab. Mein Kopf ist nur noch am Rauchen. Martin, kannst du mir bitte mal helfen? Ich bin nicht Martin. Das weißt du, oder? Ich bin der Fatin, also der Bruder von deinem Martin. Martin, kommst du mal? Deine Frau ruft dich. Oh, ja, Schatz, was ist denn? Oh Gott, ich hab das Gefühl, ich sehe wirklich doppelt. Überall sind nur Zwillinge. Ich krieg hier wirklich zu viel. Das ist einfach nur der reinste Albtraum, wirklich.
Oh Mann, gleich kommt wieder meine Serie. Die gucke ich jetzt jeden Tag. Och nö, das kann ja wohl nicht sein. Julian, was machst du da vom Fernseher? Julian, du weißt ganz genau, dass ich jetzt immer Fernseher. Also weg hier. Geh mal vom Sofa runter. Ich gucke jetzt was. Ja, dass ich lache. Wer hat denn gesagt, dass du hier den ganzen Tag Fernsehen gucken kannst? Nur weil du deine Serie hast? Na und? Dann musst du sie halt später gucken. Kein nix dafür. Nö, Julian, das sehe ich jetzt echt nicht ein. Dann nehme ich mir den Fernseher halt mit. Hast du halt Pech gehabt. Hey, lass das Ding da liegen. Du kannst doch nicht einfach den Fernseher mitnehmen. Also das ist nicht erlaubt. Das weißt du ganz genau. Oh, hey, was soll das denn? Hast du Pech gehabt, Julian? Das kannst du doch nicht einfach so machen. Den Fernseher in dein Zimmer jetzt mitnehmen. Lass ihn sofort hier. Ich guck gerade. Hoffentlich fällt er mir nicht runter. Gar nicht so einfach. Aber jetzt muss ich nur noch hochtragen. Kann mir mal einer kurz erklären, was das hier sein wird? Was macht ihr hier? Ich will wie jeden Tag meine Serie gucken, aber Julian lässt mich nicht. Deswegen nehme ich mir den Fernseher mit nach oben. Oh, ich war gerade am Gucken. Hey, da war eine ganz, ganz wichtige Doku über Minecraft und Roblox und das wollte ich mir angucken. Oh, gerade noch mal Glück gehabt. Der Fernseher ist fast runtergefallen. Was macht ihr denn hier? Oh, der Fernseher kommt jetzt sofort wieder zurück, da wo er hingehört. Mama, du hörst mir überhaupt nicht zu. Ich finde das total unfair. Julian wusste ganz genau, dass ich die Serie gucken will. Und jetzt hat er sich da einfach vorgesetzt und jetzt will er nicht weggehen. Ist doch wohl klar, dass ich mir jetzt die Zeit reserviert habe. Hanna, es wird hier kein Terminplaner über den Fernseher geführt. Und wer als erstes da ist, der darf eben zuerst gucken. Und Julian war eben als erstes da. Hast du gehört, Hanna? Hast du gehört? Jetzt darf ich Fernsehen gucken. Mama hat sogar erlaubt. Das erlebe ich auch nicht jeden Tag. Oh, ihr seid so unfair alle. Du bist unfair und du auch. Das war doch gar nicht unfair. Julian hatte recht. Oh Mann, ich koche vor Wut. Das ist so unfair. Ich möchte einfach diese Serie gucken und die anderen lassen mich nicht. Oh, das ist so blöd. Also Julian scheint irgendwie echt der Liebling von Mama zu sein. Obwohl er sich immer wieder schlecht benimmt, darf der Fernsehen und er hat sogar ein eigenes Tablet. Ich habe kein eigenes Tablet. Naja, vielleicht sollte ich einfach mal ein richtig schönes, gemütliches Bad nehmen. Och nö, das kann jetzt ja wohl echt nicht wahr sein. Jetzt ist das Badezimmer auch blockiert. Ach, Hanna, Liebes, jetzt gerade nicht. Also wir sind hier mit Emma beschäftigt. Kannst du ja sehen. Ah, hallo Hanna, guck mal, ich hab ein richtig cooles Schaumbad. Boah, wie Schaum. Oh Mann, das kann doch alles echt nicht wahr sein. Jetzt werde ich auch noch aus dem Badezimmer geschickt. Wo soll ich denn hin? Oh Mann, echt unfair alles. Und Papa ist natürlich da mit Emma. Und was ist mit mir? Mit mir beschäftigt sich keiner. Wow, also was ist denn heute mit Hanna los? Also die hat's ja ganz übel erwischt, nur weil Emma hier im Badezimmer so ein Bad nehmen möchte. Okay. Es ist generell alles unfair. Mama und Papa haben so einen großen Spiegel. Ich möchte auch so einen Spiegel haben, damit ich davor tanzen üben kann. Außerdem haben Mama und Papa einen großen Kleiderschrank. Könnte ich auch gut gebrauchen. Habe ich auch nicht. Und Emma hat so ein riesengroßes, gigantisches Prinzessinnenschloss. Das habe ich mir schon gewünscht, als ich klein war und ich habe es nie bekommen. Das ist alles einfach nur unfair, von vorne bis hinten. Oh Mann, mich kann hier keiner leiten. Hanna, was ist denn mit dir los? Du bist gerade so sauer abgehauen. Was ist denn passiert? Lass uns noch mal drüber reden. Ich finde das einfach alles total unfair, Mama. Was denn? Hanna, komm doch erstmal runter. Ich beruhig mich gar nicht. Ich finde alles nur gemein. Julian hat ein eigenes Tablet, Emma hat ein eigenes Prinzessinnenschloss. Dann blockieren die ihr Badezimmer und Fernseher. Alles einfach nur gemein. Hanna, aber du hast doch auch alle Sachen, die du brauchst. Du hast ein schönes Zimmer, du kannst Fernsehen. Du hast wirklich ein eigenes Haus hier, das haben die anderen nicht. Jetzt tu doch nicht so, Mama. Julian und Emma sind eure Lieblingskinder und ich nicht. Hanna, findest du nicht, dass du ein bisschen übertreibst? Das ist schon ein bisschen unverschämt, oder? Geh lieber auf dein Zimmer. Jetzt werde ich auch noch in mein Zimmer geschickt. Oh Mann, keiner mag mich. Oh, diese Familie Vogel. Vielleicht wäre es besser, wenn ich in einer anderen Familie wäre. Dann dürfte ich bestimmt so viel Fernsehen, wie ich will. Und immer ins Badezimmer. Vielleicht hätte ich sogar mein eigenes Badezimmer. Ja, das wäre schön. Aber Moment, wo bin ich denn hier? Wow, was ist das denn für ein großes Zimmer? Das ist echt gigantisch groß und hier ist echt alles, was ich mir jemals gewünscht habe. Einen eigenen Schminkspiegel mit ganz vielen Beauty-Produkten und Parfüms. Einen eigenen Fernseher, eine Kamera, ein Schlafsofa, ein Laptop. Oh, und wer seid ihr denn? Welpen? Oh, seid ihr süß. Hey, hör auf mich zu kitzeln. Finde ich richtig toll, dass ich jetzt eigene Hunde habe, aber schade. Pia hätte ich eigentlich auch gerne noch weiterhin. Da ist ja Pia. Hier ist echt alles perfekt. Wow, und ein riesengroßer Kleiderschrank und ganz tolle Handtaschen. Hier kann ich mich echt dran gewöhnen. Ich werde es mir erstmal ein bisschen gemütlich machen. Aber was ist wohl hinter dieser Tür? Oh, da geht's nach draußen. Wow, das gibt's doch nicht. Wie sieht denn dieses Haus aus? Und das ist ein eigener Balkon von meinem Zimmer? Dieses Haus sieht fast aus wie ein Prinzessinnenschloss. Und dieser Ausblick. Ein riesengroßer Garten und sogar ein eigener See. Und was verbirgt sich wohl hinter dieser Tür hier? Ist da vielleicht noch ein Zimmer für mich? Boah, das ist auch wunderschön, dieses Zimmer. Also das sieht auch aus wie ein Mädchenzimmer. Vielleicht
habe ich ja in dieser Familie nicht mehr eine kleine Schwester und einen Bruder, sondern eine große Schwester. Und meine große Schwester hat ein richtig tolles Himmelbett. Oh, und eine Katze. Hey, Miau, wer bist du denn? Ich muss echt sagen, ich liebe mein neues Leben. Hier ist alles perfekt. Oh, wie aufregend. Ich gehe jetzt mal runter und dann kann ich meine neue Familie kennenlernen. Oh Mann, Hanna Vogel, du hast echt so ein Glück. Obwohl, Hanna Vogel, so heiße ich jetzt wahrscheinlich gar nicht mehr. Was ist das denn? Und das scheint wohl mein neuer Papa zu sein. Hallo, mein Schatz. Na, alles in Ordnung bei dir? Ich wusste nicht ganz genau, was du essen möchtest. Deswegen habe ich hier ein bisschen was gemacht und auch was bestellt. Ha? Schlag einfach zu. Wobei, ich sag's dir gerade. Also, ich habe hier einen Cheeseburger, ich habe ein bisschen Pizza, dann ein paar Brötchen, Ananas ist auch noch da und einen Schokokuchen zum Nachtisch. Oh, das gibt's doch nicht. Und ich kann mir einfach was aussuchen? Hanna, mein Schatz, was ist das denn für eine Frage? Aber natürlich, wer denn sonst? Dann nehme ich mir auf jeden Fall den Cheeseburger. Danke, Papa. Also, deine Mama und deine große Schwester, die sind heute noch ein bisschen unterwegs. Aber du kannst gerne hier Platz nehmen. Also, du kannst es dir so gemütlich machen, wie du möchtest. Oh, super. Jetzt kann ich hier vorm Fernseher essen. Und ich bin schon so gespannt auf meine Schwester und meine Mutter. Oh, lass mich doch mal hier durch. Was höre ich denn da? Vielleicht kommt meine Mutter und meine Schwester wieder? Oh, was machst du denn da auf dem Sofa? Hast du etwa den Burger gegessen? Den wollte ich essen. Die Mutter vom großen Julian und Ronja? Irgendwas stimmt hier nicht. Seid ihr etwa meine Mutter und meine Schwester? Ja, aber wenn ich es mir wünschen könnte, wäre es nicht so. Ja, was ist das überhaupt für eine Frage? Natürlich bin ich deine Mutter, aber hier, du bist nicht meine Lieblingstochter. Das ist meine Lieblingstochter. Und jetzt hau endlich ab. Ich will hier jetzt Fernsehen gucken. Also, mach eine Fliege. Oh Gott, wenn Ronja meine Schwester wäre? Das ist ja furchtbar. Oh Mann, oh, ich glaube, ich bin kurz eingeschlafen. Habe ich das etwa alles nur geträumt? Kam mir auch echt komisch vor. Weißt du was, Pia? Ich brauche keine Katze oder Hundewelpen. Ich bin sehr zufrieden mit dir. Ich bin froh, dass ich dich als Haustier habe. Und eigentlich sind Julian und Emma auch gar nicht so schlimm. Puh, stell dir mal vor, ich hätte Ronja als Schwester. Da hätte ich keine ruhige Minute mehr. Oh, da sind sie ja alle. Meine Familie. Familie Vogel. Hallo zusammen. Hallo Familie Vogel. Hallo Hanna. Hast du dich wieder beruhigt? Ja, habe ich. Und ich wollte euch was sagen. Ich habe euch alle ganz doll lieb. Ja, ganz toll. Das ist ja schön, aber ich kann nicht sehen. Weg da. Raus aus dem Bild. Ja, ich gehe schon raus aus dem Bild. Und ich bin so froh, dass das meine Familie ist. Ich will keine andere Familie haben. Hanna, stehst du bitte auf? Du musst zur Schule. Bist du schon wach? Oh nein. Ja, ich bin wach. Aber Mama, muss ich zur Schule? Warum muss man eigentlich zur Schule? Hanna, du solltest dich eigentlich langsam schon daran gewöhnt haben. Du gehst doch mittlerweile schon in die 5. Klasse. Naja, weil Schule Pflicht ist. Ach, Pialein, vielleicht kannst du ja Hanna davon überzeugen, in die Schule zu gehen, hm? Oh ja, ist ja gut, Mama. Ich mache mich schon fertig. Ich will einfach nicht in die Schule. Ich mache in der Zwischenzeit schon mal Frühstück. Also Hanna, du musst alles picobello haben. Also deine Noten müssen stimmen. Alles an dir muss stimmen. Nicht, dass die anderen wieder über mich lästern. Ich werde mich heute richtig zurecht machen. Als erstes Zähne putzen, dann die Haare. Dann können die nichts über mich sagen. Hanna, mit wem redest du denn da? Kann ich bitte mal ganz schnell auf Toilette? Ach, nichts, Emma. Du kannst hier rein. Und fällt dir irgendwas an mir auf? Nein, du siehst aus wie immer. Sollte irgendwas anders sein? Ich weiß nicht. Nein, Emma, genau richtig. Also ich möchte so unauffällig wie möglich aussehen. Nicht, dass wieder andere Kinder hinter meinem Rücken über mich reden. Ach, Hanna, mach dir keine Sorgen. Du bist so gut, wie du bist. Also alles in Ordnung. Ich muss jetzt dringend auf Toilette. Also ich bin so in Ordnung, wie ich bin. Und das werde ich mir zu Herzen nehmen. Jetzt ab in die Schule. Ist das nicht die da hinten? Ihr kennt die doch, oder? Der da was passiert ist im Unterricht. Ach ja, genau, die mit dem Pferdet-T-Shirt, habe ich auch gehört. Hey Hanna, guten Morgen, na? Hey Leute, morgen, na, wie sieht's aus? Hanna, du hast dich ja heute richtig rausgeputzt. Da steht nicht eine Haarsträhne ab. Wow, wie hast du das gemacht? Haarspray? Ja, genau. Und Pia, guck mal gerade, habe ich irgendwas zwischen den Zähnen? Karies, Zahnfleisch. Was ist das? War nur ein Witz. Alles in Ordnung. Picobello. Ich will ja nichts sagen, aber ich glaube, die reden da über uns. Ja, das ist die. Die hatte doch im Unterricht ihre Tage. Oh Mann, sowas von peinlich. Oh, könnt ihr vielleicht mal aufhören, mit dem Finger auf mich zu zeigen? Was wollt ihr eigentlich von mir? Oh Mist, die haben das gemerkt. Wir tun einfach so, als wäre nichts gewesen. Dreht euch weg. Och Mann, wird das jemals ein Ende haben? Nur wegen diesem blöden Streich redet jetzt die ganze Schule über mich. Wenn es so weitergeht, dann muss ich mir echt überlegen, ob ich die Schule wechsle. Dann gehe ich nach Playmobil Country oder so. Aufs Gymnasium. Nein, das kannst du nicht machen. Du gehörst doch zu uns. Lass dir von den anderen nichts sagen. Das geht schon vorüber. Ja, genau. Ich hoffe, du bleibst hier. Das wird schon in Vergessenheit geraten. Da wächst Gras über die Sache, denke ich. Hoffe ich. Oh Mann, Hanna überlegt wirklich, ob sie jetzt danach die Schule wechselt. Oh, wirklich heftig, der Streich.
Ob sie das wirklich macht, ich weiß ja nicht. Aber was kommt noch alles auf sie zu? Ich glaube, das hat noch kein Ende. Ronja, ich soll dir von Gina und Tina, diesen Zwillingen, sagen, dass sie sich nach der Pause da am Fahrradständer mit ihr treffen wollen. Oh Mann, ich hab's ja schon geahnt. Das hat kein Ende mit dem Streichespielen. Was kommt wohl als nächstes? Ich bin gespannt. Und was wollen die überhaupt von mir? Oh, es hat geklingelt. Los, Leute, ab in den Klassenraum. Und ich hoffe wenigstens, die anderen Mitschüler aus unserer Klasse, die haben es vergessen und sprechen mich nicht mehr darauf an. Oh, Glück gehabt. Im Moment ist alles unauffällig. Keiner schaut mich irgendwie besonders an. Hanna, kann ich dich mal ganz kurz zur Seite nehmen, bevor es losgeht? Wieso denn? Also, geht's um den unangekündigten Vokabeltest? War der so schlecht bei mir? Nein, nein, also ich habe hier eine Probepackung Hygieneartikel für Frauen. Ich dachte nur für alle Fälle, vielleicht kannst du das gebrauchen, Hanna. Oh Mann, ist das peinlich. Jetzt spricht mich sogar meine Lehrerin drauf an. Was soll ich denn jetzt machen, außer vielleicht im Erdboden zu versinken? Also Frau Blume, vielen Dank, aber ich brauche das nicht. Ich habe mit meiner Mutter gesprochen. Wir haben alles besorgt, was ich brauche. Also, alles gut. Okay, gut, gut. Also ich wollte ja nur helfen, aber dann ist ja alles klar. Sehr schön. Oh Mann, was denkt ihr sich dabei? Schnell auf meinen Platz. Ich hoffe, es hat keiner mitbekommen. Guten Morgen, Kinder. Ich hoffe, ihr habt alle Lust auf Englisch. Es geht los. Eine kleine Frage noch vorab. Braucht jemand Hygieneartikel für Frauen? Also ich habe hier so eine Probe. Hanna hat die wohl nicht nötig. Ob und ob Hanna die nötig hat. Oh Mann, das haben wir doch alle gesehen. Oh Gott, noch schlimmer geht's doch gar nicht. Jetzt auch noch vor der ganzen Klasse. Ich will nach Hause. Oh Mann, Hanna ist echt richtig getroffen. Was soll ich denn jetzt machen? Ich bin ihre beste Freundin. Ich muss ihr irgendwie aus der Patsche helfen. Hat da niemand Interesse? Ich meine, Hanna hat uns ja allen gezeigt, was passieren kann, wenn man nicht vorbereitet ist. Frau Blume, doch, hier, ich. Genau richtig. Wenn man nicht vorbereitet ist, dann braucht man vielleicht sowas hier. Ich nehm's gerne an, kein Problem. Oh Mann, danke, Pia. Danke, dass du ein Ablenkungsmanöver gestartet hast. Und ich weiß auch, dass du es nur für mich gemacht hast. Vielen, vielen Dank. Ach, kein Problem, Hanna. Wer weiß, wofür das Teil noch gut ist. Also gut, dann wollen wir mal mit dem Unterricht beginnen und als erstes bekommt ihr den Vokabeltest zurück, der unangekündigte. Und ich muss sagen, ich bin nicht begeistert. Oh nein, das klingt überhaupt nicht gut. Ich glaube, ich habe eine 6. Ja, wirklich, ich war sowas von schlecht. Es gibt bestimmt eine 6. Ja, ja, ich habe eine 6. Das sagen die Streber ständig und dann haben sie eine 1. Ja, ja, und die Leute, die wirklich schlecht sind, die haben dann wirklich eine 6. Mhm. Also Becky, abgesehen von deinem Test, also von dem war ich wirklich begeistert. Super. Oh Mann, das gibt's doch gar nicht. Ich hab alles richtig. Ich hab eine 1. Cool. Das war ja sowas von klar. Ich hab eine 6, ich hab eine 6 und dann eine 1. Oh, ich kann sowas nicht ausstehen. Immer diese Streber. Oh Mann, 3 plus. Das kann ich verkraften. Also ich dachte wirklich, es wäre schlimmer. Und jetzt zu deinem Test, Ronja. Also wirklich, sowas ist mir wirklich selten untergekommen. Du hast doch nicht mal versucht, eine Vokabel hinzuschreiben. Alles falsch. Ja, ist ja gut. Eine 6 war mir schon klar. Ich hab nichts hingeschrieben. Ist ja wohl logisch, oder? Oh nö, ich hab eine 4 minus. Naja, wenigstens keine 5, aber toll ist das nicht. Schwamm drüber. Also Kinder, euer Ergebnis hat es gezeigt. Immer Vokabeln lernt, jeden Tag. Also ein Test kann immer mal kommen. Ihr müsst immer gut vorbereitet sein. Ja, Frau Blume, ich weiß das. Ich übe auch immer ständig, ja. Die 6 kann mir sowas von gestohlen bleiben. Zack, direkt zerreißen. Wofür brauche ich sowas überhaupt? Und wenn ich mir da hinten so die Reihe angucke, dann frage ich mich echt, was als nächstes für ein Streich gespielt wird. Irgendwie haben sie es verdient, diese Streber. Hier, weißt du, was das ist? Keine Ahnung, sieht aus wie Zahnpasta. Wieso, was wollt ihr damit? Oh, das ist doch keine Zahnpasta, Mensch. Das ist Superkleber. Superkleber? Was habt ihr denn damit vor? Was wollt ihr machen? Na, was wohl? Ein Streich spielen, bist du dabei? Generell schon, aber was für ein Streich? Ich brauche mehr Infos. Und warum muss ich überhaupt dabei sein? Du bist nur unser Alibi. Also wenn jemand danach fragt, wo wir waren, dann heißt es, wir waren zusammen. Keine Ahnung, in der Eisdiele oder spielen oder was auch immer. Okay, ich sag einfach, wir waren beim Schulkiosk. Und wenn ich nicht mitmache, was passiert dann? Naja, also Superkleber in deinen Haaren wäre wahrscheinlich eine gute Idee. Und die kriegst du nie wieder raus. Dann hast du eine Glatze. Ach nein, ich mache auf jeden Fall mit. Meine Haare sind mir Gold wert. Oh, Pia, ganz ehrlich, wie lange willst du eigentlich noch diese Packung mit dir rumtragen? Hättest du die nicht im Klassenraum lassen können? Nein, wieso? Man muss doch immer gut vorbereitet sein. Es kann jeden Moment so sein, wer weiß. Pia, meinst du nicht, dass man das merkt? Keine Ahnung, ich weiß nicht. Woher soll ich denn das wissen? Ich hatte sowas noch nie. Also, ich werde es die ganze Zeit mit mir rumschleppen, bis es soweit ist. Na gut, mach, was du willst. Ich werde jetzt nach oben fahren mit dem Fahrstuhl. Bis gleich. Becky, sollen wir nicht mitkommen? Machen wir das sonst auch immer. Nein, nein, schon gut. Pia, ich will gar nicht gesehen werden, du mit deiner Packung da die ganze Zeit in der Hand. Oh Mann, wir waren wieder schneller. Becky müsste aber jeden Moment mit dem Fahrstuhl hier oben ankommen. Ich denke, Pia und Hanna warten schon auf mich.
Na, oh, das Ding ist so langsam. Ach, da sind sie ja. Hallo, Leute. Mal sehen, wie sie darauf reagiert. Und die Fahrt geht wieder nach unten. Becky, sag mal, willst du nicht rauskommen? Hey! Doch, doch, aber ich kann nicht. Ich stecke irgendwie fest. Ich weiß auch nicht. Oh, jetzt geht's wieder nach unten. Irgendwas stimmt mit dem Rollstuhl nicht. Becky hing irgendwie fest. Kinder, braucht ihr vielleicht Hilfe? Kann ich bei irgendwas behilflich sein? Na, wie ist es so, im Fahrstuhl festzustecken? Oh, der Kleber hat wirklich seine Sache getan. Und es geht wieder nach oben. Tschüssi. Ah, ihr seid das. Was habt ihr gemacht? Also, Frau Lieb, irgendwas scheint mit dem Fahrstuhl nicht zu stimmen, weil unsere Freundin Becky, die kann irgendwie nicht aussteigen. Die fährt die ganze Zeit hoch und runter. Ich stecke im Rollstuhl fest. Die haben mich hier festgeklebt mit Superkleber oder so. Ich komme nicht weiter. Ach, herrje, da müssen wir den Fahrstuhl schnell mit dem Schlüssel stoppen. Lass mich mal, Becky. Vielleicht hast du einfach hier bist du stecken geblieben mit den Rädern in diesen Rillen. Aber ich kann dich nicht bewegen. Das glaube ich nicht. Ich glaube, das waren die Zwillinge. Die haben irgendwas von Kleber gerufen und jetzt klebe ich fest. Oh, Backe, ich glaube, Frau Lieb hat das mitbekommen. Ja, los, weg. Weg hier. Oh nein. Becky, halte durch. Das ist bestimmt wieder einer von den Streichen. Ich werde sofort dem Hausmeister Bescheid sagen. Der muss irgendwas unternehmen. Und wenn nicht, dann kommt die Feuerwehr. Also so wie es aussieht, kriegen wir dich hier nicht raus. Also der Hausmeister kommt sicher gleich und dann wird dir geholfen. Und das waren diese Zwillinge, von denen du erzählt hast? Ja, ich habe sie gerade noch gesehen. Gina und Tina heißen sie, in den lilanen und pinken Westen. Ich hatte schon mal mit ihnen darüber gesprochen. Die haben mich auch aus dem Rollstuhl geschubst. Becky, halte durch. Wir werden dich gleich befreien. Nein, mir bleibt ja gar nichts anderes übrig. Oh Mann, mir ist ganz schön kalt hier draußen. Also, sowas kann ich absolut nicht akzeptieren. Das ist jetzt hier mit dem Mobbing wirklich an die Spitze getrieben worden. Wir müssen was tun. Also gut, Becky, ich glaube, wir haben das gleich. Du musst mal kurz die Luft anhalten. Das könnte jetzt ein bisschen stinken. Ich werde jetzt hier Verdünnung draufgeben und damit müsste der Kleber eigentlich gelöst werden. Oh, Becky, endlich bist du frei. Ich bin echt froh, dass du wieder frei bist. So, das werde ich jetzt an alle Lehrer schicken. Es wird jetzt eine kurzfristige Schulkonferenz anberufen für diesen Samstag und dann müssen wir das ein für alle Mal klären mit den Mobbern. Das kann ja nun wirklich nicht angehen, das arme Mädchen hier im Rollstuhl im Fahrstuhl festzukleben. Also, das ist doch voll die Höhe. Oh Mann, Steve will sich in letzter Zeit nur mit mir treffen und ich finde, er übertreibt total. Also, ich mag ihn ja, aber ständig mit ihm treffen? Nee. Och Mann, wenn ich so an Julian denke, dann wünsche ich mir wirklich, dass er sich mal mit mir treffen würde. Aber er will das immer nicht. Es sieht immer so aus, als wenn ich ihn zwingen würde. Steve, wir haben noch Pause. Können wir nicht ein bisschen spielen? Ich habe jetzt keine Lust darauf. Bitte nicht. Julian, wir haben das so oft besprochen und wir wollten das heute machen. Ich muss halt Ines ein bisschen beeindrucken und ich alleine kann das nicht. Du musst mir dabei helfen. Aber all diese Sachen, du weißt ganz genau, dass sie nicht stimmen, okay? Ich würde zwar auch glauben, aber Ines wird das doch niemals glauben. Ich habe keine Lust drauf. Julian, ich wollte diese Karte nicht rausholen, aber soll ich das Geheimnis über deinen, du weißt schon, Popel und so erzählen? Du weißt, was ich meine, was vor 2 Wochen passiert ist? Oh, das war klar, dass du das jetzt rausholst. Genau das war ein Geheimnis zwischen besten Freunden. Ich erzähl dir nie wieder was. Sehr gut, also mach los, oder? Los, geh jetzt. Die Pause geht nicht mehr allzu lange. Los, mach es schon. Wir müssen Ines beeindrucken, also ich. Boah, ich glaub's nicht. Wieso hab ich das nur Steve erzählt? Nie wieder erzähl ich dem was. Oh, jetzt muss ich wirklich zu Ines und all diese Sachen erzählen? Na gut. Und Julian, vergiss das nicht mit dem Kuss, du weißt schon. Ja, Steve, ja, ist okay. Also wir gehen. Hallo Ines, ich bin der Julian, mich kennst du wahrscheinlich. Kennst du den Steve? Das ist der beste Minecraft-Zocker der ganzen Welt. Der hat dafür auch einen Nobelpreis bekommen. Bitte was? Ein was in Minecraft? Also ich verstehe nicht ganz. Was erzählst du da, Julian? Ach, ich möchte doch nicht so angeben, aber mach ruhig weiter. Ja, ist ja gut, ist ja gut. Ach ja, der Steve ist so ein Tierfreund. Er hat sogar ein Einhorn in seinem Zimmer. Ja, das einzige Einhorn auf der ganzen Welt. Also Einhörner gibt's doch gar nicht. Was soll das? Steve, ich hab dir gesagt, sie glaubt mir nicht. Ja, muss ich jetzt weitermachen? Ja gut, okay. Und Steve ist der beste Küsser der Welt. Er hat vom Kussinstitut sogar eine Urkunde bekommen. Bin ich jetzt fertig? Oh ja, das stimmt, Ines. Das stimmt. Ich bin wirklich der beste Küsser auf der ganzen Welt. Ich kann dir die Urkunde auch gerne zeigen. Also erstens glaube ich, dass du nicht der beste Küsser der Welt bist. Und zweitens brauche ich diese Urkunde nicht sehen. Nein, danke. Hast du gehört? Sie glaubt ja sowieso nichts. Also, können wir jetzt bitte spielen, Steve? Was, Ines? Ich zeige es dir, dass ich der beste Küsser bin. Julian, komm her, ein Schmatzer. Nein! Boah, Steve, lass mich los. Ich küsse dich doch nicht. Also bitte, auf gar keinen Fall. Das war alles nicht wahr, Ines. So, das hast du jetzt davon. Ach, Julian, es geht doch nur um einen Kuss. Ich möchte doch Ines nur zeigen, dass ich küssen kann. Oh.
Oh, Julian, jetzt küss ihn doch endlich. Auf gar keinen Fall, so nein. Ach, Mann. Das kannst du sowas von vergessen. Außerdem, was hast du heute Morgen gegessen? Ich meine, du hast wahrscheinlich auch deine Zähne gar nicht geputzt. Das riech ich doch. Also, Steve, ich glaube, wir müssen das jetzt ein für alle mal klären. Es ist so, siehst du den Jungen da hinten? Also, mit dem war ich letztens ein Eis essen und den mag ich wirklich richtig gerne. Oh, was hat er, was ich nicht hab? Oh nein! Und Julian, kannst du vielleicht Steve mal sagen, dass er mich nicht immer nerven soll mit dem Treffen? Ja, Steve, du hast es gehört. Das war's. Aber komm schon, steh auf. Ines ist doch nicht die Einzige, hey! Julian, das ist alles nur deine Schuld. Hättest du mich geküsst, dann wäre ich einfach dahin geschmolzen. Hätte gesagt, oh ja, Steve, ich bin jetzt ab sofort deine Freundin, aber du wolltest mich ja nicht küssen. Oh Mann, der ist hier total verrückt geworden. Und dabei bleibt es auch. So, es hat geklingelt. Wir müssen wieder in Unterricht. Los, beeil dich, du alter Knutschfleck. Also, ich denke, das wird klappen. Wir geben ihm noch eine Chance. Und bisher hat das ja ganz gut geklappt, muss ich sagen, in der ersten Stunde. Max, aber ich glaube immer noch, dass das keine gute Idee ist. Also, Herr Chillig, Frau Chillig, ich möchte mich nochmal bedanken. Ich weiß, in der Vergangenheit, da hab ich ganz, ganz viel doofes Zeug gemacht. Aber jetzt habe ich mich gebessert. Jetzt werde ich wirklich die beste Mathelehrerin. Aha, da hören wir es doch. Anna, du hast es gehört. Sie möchte wirklich die beste Mathelehrerin werden. Und was gestern passiert ist, ach, schwamm drüber. Jetzt klappt es halt. Es ist ja schön und gut, dass Sie sich entschuldigen, aber ich werde Sie im Auge behalten. Ja, Frau Chillig, da haben Sie auch völlig recht. Ich werde mein Bestes geben und heute hat es ja schon ganz gut geklappt. Und jetzt die erste Klasse, das kriege ich hin. Anna, Schatz, du hörst doch, sie kriegt es hin. Geben wir ihr noch eine Chance, bitte. Und außerdem haben wir momentan echt viele Krankheitsfälle, also wäre das echt ziemlich gut für mich. Machen Sie sich keine Sorgen. Ich werde das hinbekommen. Auch die erste Klasse, das wird der beste Matheunterricht jemals. Steve, wenn dir das jetzt so schwerfällt, neben mir zu sitzen, ich kann mich auch umsetzen. Wie bitte? Oh nein, oh nein, oh nein. Ich werde dein Herz noch gewinnen. Das kannst du, also darauf kannst du wetten. Na toll, ich dachte, damit wäre das jetzt klar. Oh nein, oh nein. Julian, also ich kann auch jetzt nochmal Julian küssen, dann kann ich dir beweisen. Steve, sag mal, also ist doch alles okay bei dir da oben? Ich möchte dir nicht küssen, habe ich gesagt. Heute nicht, morgen nicht und nicht in 10 Jahren. Wir sind beste Freunde. Also wenn du Steve nicht küssen willst, dann kannst du mich ja küssen, wenn du willst. Nein, danke. Ach komm schon. Nö. Hallöchen, liebe Kinder. Guten Morgen. Heute gibt es Doppelstunde Mathe bei mir. Frau Chillig ist doch unsere Mathelehrerin. Wer ist heute das denn? Heute nicht. Guten Morgen, mein Kleiner. Kennen wir uns nicht irgendwoher? Na egal, dann setz dich mal hin. Es startet der Matheunterricht. Also irgendwie kommen sie mir bekannt vor, aber mit der Frisur, nee, kann sein. Okay. Oh, nein, 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 ich habe die Stimme erkannt. Oh nein, das ist doch die alte böse Mathelehrerin von Hannah, oder nicht? Oh nein! Ist das nicht ein schöner Tag heute? Naja, wie ihr bereits gemerkt habt, bin ich heute eure Vertretungslehrerin für die Frau Chillig. Ich bin die Frau Fun. Also, vorher war ich Frau Böse, aber das möchte ich nicht mehr, deswegen habe ich jetzt einen anderen Namen. Ich bin Frau Fun. Wer es glaubt, die ist doch niemals, also mit der kann man keinen Spaß haben. Ich kenne die, Hannah hat davon erzählt, die mobbt immer die ganzen Schüler. Oh Julian, es war total klar, dass du ihr nicht glaubst. Warum bist du denn so? Kannst du nicht mal ein bisschen offener sein? Ach Mann, immer diese ganzen Ablehnungen. Mia, nein, so ist es nicht. Ich kenne diese Frau und Hannah hatte bei ihr früher Matheunterricht und das war die absolute Hölle, sage ich dir. Also, junger Mann, also wie wär's, wenn du dich erst meldest vorher, hä? Psst, Mia, pass auf, ich bekomme jetzt so viel Ärger habe ich noch nie in meinem Leben bekommen, ich kenne diese Frau. Ah, ich weiß schon, vielleicht möchtest du dich einfach jetzt nochmal vorstellen, also es wäre ganz gut, wenn ich all eure Namen nochmal wissen könnte, das wäre sehr nett. Starte doch einfach. Ja, gut, okay, ich bin Julian Vogel, ich bin der Bruder von Hannah Vogel, vielleicht kennen die sie ja, also vielleicht kennen sie die ja. Also bei Julian sollten sie eins wissen, das ist ja ein ziemlich guter Freund, aber küssen, das wird er nicht machen. Boah, Steve, was hat das denn jetzt hiermit zu tun? Ist ja egal, also ich liebe Mathe auf jeden Fall. Ach, das ist ja schön. Julian Vogel, ja natürlich, der Bruder von Hannah. Kannst du die vielleicht auch mal grüßen? Ich wollte mich mal bei ihr entschuldigen. Also das ist alles so schlecht gelaufen, aber das war alles meine Schuld. Hast du gehört, Julian, sie entschuldigt sich sogar. Also so schlimm kann sie wirklich nicht sein. Also ich kann das irgendwie noch nicht ganz glauben. Das ist bestimmt nur Theater, was sie hier gerade macht. Ist eine gute Schauspielerin. Die war bestimmt in Hollywood oder so. So, Kinder, wie wär's, wenn wir mit einer einfachen Aufgabe starten? 18 minus 3. Hä, wer möchte? Psst, jetzt pass mal auf. Ich werde jetzt die richtige Lösung sagen und sie wird sagen, nein, das ist falsch. Das ist richtig. Du, wie blöd bist du eigentlich? So wird das ablaufen. Oh, Julian, jetzt gib mir doch mal eine Chance. Für mich sieht die sehr nett aus. Ich habe eher das Gefühl, dass du hier der Fiese bist, Julian. Also du gibst ihr ja gar keine Chance. Oh ja, gut, ist ja gut. Dann werde ich es jetzt halt beweisen. Ich werde die richtige Lösung, das richtige Ergebnis sagen und sie wird mich deswegen fertig machen. Aber so richtig. Hier, ich würde 15 sagen. Oh, das ist ja fabelhaft. Glückwunsch, Julian. Oh, klasse, wie du das gelöst hast. Super, ich bin stolz auf dich. Siehst du, Julian, sie ist sogar stolz auf dich. Das hat Frau Chillig noch nie gesagt.
Also, jetzt bin ich auch ein bisschen baff. Also, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Das ist richtig und Sie loben mich? Okay. Ja, und damit nicht genug. Weil du die erste richtige Antwort in meinem Unterricht genannt hast, kriegst du einen Vanilladonut von mir. Toll, oder? Lass ihn dir schmecken, mein Kleiner. Oh, wow, das ist ja klasse. Also, ein Donut nur für mich und ich darf den jetzt im Unterricht essen? Oh, Sie sind, glaube ich, wirklich eine gute Lehrerin. Das höre ich doch gerne. So, dann starten wir doch mit dem Unterricht. Puh, also die erste Stunde der Doppelstunde war schon ziemlich anstrengend. Aber die Kinder machen ja gut mit, das freut mich. Also, Frau Pfann, ich wollte nur sagen, dass Mathe bei Ihnen so richtig viel Spaß macht. Und wenn Sie immer einen Donut dabei haben, dann sage ich immer die richtigen Ergebnisse. Mhm. Da bin ich aber ganz schnell arm, weil du hast so toll heute mitgearbeitet. Ganz, ganz toll. Oh Mann, ich hätte ein völlig falsches Bild von der Lehrerin. Die ist ja super nett. Oh, aber früher war sie das nicht, hat Hanna zumindest gesagt. Und ich habe sie ja auch schon erlebt. Julian kann auch nicht so mit der Lehrerin umgehen. Der lästert die ganze Zeit, finde ich überhaupt nicht gut. Also, ich habe eigentlich immer noch damit ein Problem, dass er mich nicht küssen wollte. Also, was habe ich denn? Ich bin doch ein hübscher Junge, oder nicht? Oh, Steve, kannst du nicht mal langsam damit aufhören? Ja, ist ja gut, sorry. Wir haben eher das Problem, dass Julian die Lehrerin nicht ausstehen kann und er macht die echt fertig. Herr Chillich, Frau Chillich, Sie sind auch hier, super. Ich muss was über die neue Lehrerin sagen. Max, hast du das gehört? Selbst die Schüler sind unzufrieden mit ihr, nicht nur ich. Was? Wie bitte unzufrieden? Nein, nein, also ich wollte nur fragen, ob sie jetzt unsere Mathelehrerin werden kann. Und Frau Chillich, Sie können ja vielleicht in eine andere Klasse. Ist nichts Persönliches. Hörst du das, Anna? Ist nichts Persönliches. Ja, toll, Julian, das freut mich. Das freut mich zu hören. Frau Chillich, also wir sind hier, um Bescheid zu geben, weil unsere Lehrerin immer noch nicht da ist und die kurze Pause ist doch schon rum. Ich wusste das, also überrascht bin ich jetzt nicht. Max, hast du das gehört? Sie kommt einfach nicht in den Unterricht zurück. Julian, hast du etwa Herrn Chillich irgendwas wegen der Lehrerin erzählt? Was? Also, ja klar, natürlich. Du hast doch gesehen, wie der Unterricht eben war. Max, also es war ein absoluter Fehler, dieser Frau diesen Probetag heute noch mal hier anzubieten. Das war echt falsch. Aber Anna, meinst du nicht? Also, tut mir leid, aber der ganze Tag läuft super. Heute Morgen in den ersten beiden Stunden lief es super, jetzt gerade auch noch. Warum sollte die denn jetzt einfach nicht wiederkommen? Na, ich geh mal zurück in den Klassenraum. Oh, hey Mario, du siehst mich gar nicht. Und als ob ich dich sehe, mach Platz da. Oh, du musst mich doch nicht hier umschubsen. Ich hab dich doch nicht gesehen und... Ja, doch schon, aber trotzdem. Bleib lieber auf dem Boden liegen, weil sonst sperr ich dich auch noch auf Klo ein. Wie die eine, oh Mann. Was? Er hat jemanden auf Flur eingesperrt? Ist das wohl... Oh, ist das Frau Pfann oder wie? Hallo? Hallo, kann jemand die Tür aufmachen? Oh, ich wusste nicht, dass das Jungsklo ist. Ich weiß es einfach, ich dachte, das wäre hier noch das Lehrerklo. Aber irgendwie passt das nicht. Hier sind doch sonst nur Schüler und die Toiletten für die Lehrer sind doch ganz woanders. Hallo? Da höre ich doch jemanden. Ist da vielleicht jemand? Kann mir bitte jemand diese Tür aufmachen? Hier stinkt's. Hallo? Hallo, Frau Pfann, sind Sie das? Ja, ich bin das. Bitte mach die Tür auf, Kleiner. Frau Pfann, was machen Sie denn auf dem Jungsklo? Ja, tut mir leid, ich hab's verwechselt und dann kam dieser Junge mit der Mütze und der hat mich eingesperrt und sagte, nur weil ich heute Morgen Unterricht gemacht habe, will er mich hier für immer einsperren. Boah, das war ja wieder sowas von klar. Typisch Mario. Wir sollten schnell zu Herrn Chillich gehen. Ja, das sollten wir. Aber vielen Dank, Julian. Vielen, vielen Dank. Hallöchen, guck mal, wen ich hier mitgebracht habe. Oh, Julian, du warst das? Wo hast du sie denn versteckt gehabt? Julian, also das wundert mich jetzt schon ein bisschen. Woher wusstest du, wo die Lehrerin ist? Ha? Also das würde ich jetzt ganz gerne mal wissen. Was? Ich habe wirklich nichts gemacht. Diesmal wirklich nicht. Ich habe sie doch nur befreit. Also Herr Chillich, da muss ich ihm recht geben. Ich war eben kurz auf Klo. Ja, ich habe das Klo verwechselt. Tut mir leid, ich bin halt ein bisschen nervös. Und da kam dieser Junge, den ich auch in der ersten Stunde unterrichtet habe, der mit der Mütze. Ich glaube Martin oder Mario. Und er hat mich einfach auf Klo eingesperrt. Na, da hört ihr es. Ich habe damit nichts zu tun. Ich bin nur der Held und ich habe sie gerettet. Mhm. Oh, okay. Sorry, Julian. Ja, wir wussten nicht, dass du dich doch ganz gut mit der Lehrerin verstehst. Ja, natürlich. Also ich muss mich auch definitiv bei Ihnen entschuldigen. Ich hatte ja irgendwie schon eine vorgeprägte Meinung zu Ihnen, aber Sie machen sich doch ganz gut und es tut mir leid. Oh, das ist aber nett nach all dem, was ich hier getan habe. Aber wirklich, der junge Mann war es nicht. Ah, macht euch darüber keine Sorgen. Wie wär's, wenn jetzt alle einfach zurück in den Unterricht gehen und ich werde mich um diesen Mario kümmern. Ich weiß das schon, wie ich damit umgehen muss. Mario, schön, dass du Zeit hattest. Es geht um was ganz, ganz Spezielles. Die neue Lehrerin, ich würde mich gerne mit dir darüber unterhalten. Oh, über diese neue Vertretungslehrerin. Okay, was ist denn mit der? Also, mal ganz unter uns. Ich mag sie einfach nicht. Und du bist ja schon so lange auf unserer Schule. Und du hast die, ich sag mal, größte Erfahrung hier bei uns mit den Lehrern. Was sagst du? Was ist deine Entscheidung bei ihr? Oh, endlich, frag mich mal einer.
Also, Herr Chillig, um ganz ehrlich zu sein, ich habe sie sogar extra auf Klo eingesperrt, damit sie hier keinen Unterricht mehr machen kann. War gut, oder? War ja klar, so einfach war das. Mario, ja, das war sehr gut. Vielen Dank. Natürlich will ich deine Meinung nicht wissen. Wie kannst du es nur wagen, einen Lehrer auf Klo einzusperren? Das war's mit dir. Was? Aber sie haben doch gesagt, sie wollen sie hier nicht haben und... Oh, toll. Danke. Voll in die Falle gelaufen. Oh, schön, dass sich das geklärt hat. Aber könnte ich jetzt bitte den Unterricht weiterleiten? Ja, klar, gerne. Die Kinder warten sicherlich schon. Und wenn sie nichts dagegen haben, würde ich ihnen doch eine andere Klasse geben in Mathe. Das ist schließlich meine Klasse. Ach, aber natürlich, ich möchte doch einer Kollegin hier nicht die Klasse wegnehmen. Nein, nein, ich kann auch gerne eine andere Klasse übernehmen. Oh, ich freue mich so. Also ich möchte euch jetzt nochmal fragen, warum denkt ihr, dass ich hier über die Lehrerin schlecht denke? Okay, anfangs war das so, aber ich habe doch danach die ganze Zeit mitgemacht und naja, ich finde es eigentlich ziemlich cool. Tut uns schon leid, Julian, aber du warst die ganze Zeit echt schlecht genau. drauf. Genau, als sie reingekommen ist, ja, hast okay, du direkt schlecht über sie geredet. Aber ich habe meine Meinung geändert. Aber eure Entschuldigung ist natürlich angenommen. Aber wer weiß, vielleicht wird sie doch unsere Mathelehrerin, oder nicht? Also möchte jetzt keiner darüber reden, warum Julian mich nicht heute geküsst hat. Also ich habe damit immer noch ein Problem. Oh, Steve, ist ja gut, ist ja gut. Wenn du unbedingt willst, kriegst du später einen Kuss auf die Wange. Mehr nicht.